Thank you.
Einen wunderschönen Abend wünsche ich allen da draußen, die hier fleißig eingeschaltet haben. Freut mich, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Ich begrüße euch zum 18. Spieltag der Virtual Bundesliga Club Championship. Der Spieltag heute für uns etwas außer der Reihe gegenüber den anderen Vereinen. Wir sind also schon etwas vorgezogen worden, weil die Gladbacher zur Club-WM nach Italien müssen. So. Und ihr seht, ich bin noch alleine. Es kommen aber gleich noch Rafa und Timo, der Prey, die kommen gleich noch dazu. Wir werden ein bisschen quatschen, wir werden uns ein bisschen vorbereiten. Wir werden dann ein kleines Spielchen sehen zwischen Rafa und Timo. Worum es da genau geht, erkläre ich euch dann etwas später. Und wir sind heute nicht nur alleine auf dem 1. FC Köln Channel, nicht nur bei SK Gaming, sondern wir sind heute auch bei Bild eFootball mit unterwegs und das freut mich sehr und deshalb würde ich einmal kurz das System erklären. Für jeden, der frisch dabei ist, der es vielleicht noch nicht so kennt, würde ich da einmal kurz drauf eingehen, auch an die Leute, die vielleicht auf den anderen Channeln neu dabei sind. Wir gehen einmal ganz kurz auf die aktuelle Tabelle und da sehen wir sie. Wie funktioniert die Virtual Bundesliga Club Championship? Die Virtual Bundesliga Club Championship besteht aus 22 Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga. Jedes Bundesliga-Team durfte sich freiwillig für diesen Ligabetrieb melden. Gespielt wird FIFA 20. Wir sind jetzt in der zweiten Saison der Virtual Bundesliga Club Championship. Die Virtual Bundesliga gibt es schon etwas länger, auch vorher als virtuelle Bundesliga. Und jetzt eben im zweiten Jahr der Virtual Bundesliga Club Championship. Unter anderem mit dabei der SV Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, gegen die wir heute eben auch antreten werden. Bayern 0 für Leverkusen, Hannover 96, Leipzig, Greuther Fürth, der VfL Wolfsburg, der VfB Stuttgart, Hamburger SV, der VfL Bochum 1848, der erste FSV Mainz 05, der erste FC Köln selbstverständlich momentan auf Platz 12, der FC Schalke 04. Auf der 13 Eintracht Frankfurt, der erste FC Nürnberg, FC Augsburg, FC St. Pauli, SV Darmstadt 98, Hertha BSC, Holstein Kiel, SVW in Wiesbaden, Arminia Bielefeld. Das also die Teams, die sich hier in diesem Wettbewerb messen. Wir haben 17 Spieltage hinter uns, sind jetzt im 18. Spieltag und das ist der Spieltag insgesamt. Ganz oben seht ihr die Partie, die ihr dann hier bei uns ab 20 Uhr sehen werdet. Ihr seht da oben auch die Konsolenzeichen PlayStation, Xbox und zwei Personen, denn das System läuft so, dass jeder Spieltag aus drei Matches besteht. Jeweils zwei 1 gegen 1 Matches, heißt ein Match auf der PlayStation, ein Match auf der Xbox und dann ein Match im 2 gegen 2 auf der Konsole, die das Heimteam gewählt hat. Also das Heimteam hat immer das Recht, die Konsole, auf der das 2 gegen 2 gespielt wird, zu wählen. Borussia Mönchengladbach ist das Heimteam. Ich meine, wir sind auf der PlayStation, aber das gehen wir gleich nochmal genau auf welche. Aber ich denke mal, es wird die PlayStation sein, weil wir tatsächlich heute mit der Xbox starten und dann auf die PlayStation wechseln und dann, um dann einen reibungslosen Ablauf zu haben, dann wieder auf der PlayStation das 2 gegen 2 spielen. Ich hatte es gesagt, wir sind etwas außer der Reihe. Wer so ein bisschen auf die Termine achtet, 3.2., das ist heute 20 Uhr, da ist eben unser Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Das Derby vor dem Derby, also am Wochenende geht es dann richtig los auf dem reellen Fußballplatz. Sehr, sehr spannende Partie, sowohl heute als auch am Wochenende. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Dann aber am 5.2., das ist Mittwoch um 20.30 Uhr, spielen die anderen Teams alle parallel, und zwar Augsburg gegen Eintracht Frankfurt, SVW in Wiesbaden gegen den VfL Bochum 1848, Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli, Hertha BSC gegen den 1. FC Nürnberg, Arminia Bielefeld gegen den 1. FSV Mainz 05, Bayern 04 Leverkusen gegen SV Werder Bremen, VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg, RB Leipzig gegen Darmstadt. Das war es dann aber noch nicht, denn am 6.2., das ist der Donnerstag um 21.45 Uhr, gibt es nochmal zwei spezielle Matches. Die Topspiele des Spieltags werden dann nochmal auf Pro7 Max live im TV gezeigt. Also am 6.2. Donnerstag um 21.45 Uhr könnt ihr euch das Ganze also als Fernseh-TV-Übertragung auf Pro7 Max anschauen und da spielt
Der SPV AGG Greuther Fürth gegen Hannover 96 und der Hamburger SV gegen den FC Schalke 04. Ein paar Spieltage sind noch zu gehen und vielleicht bekommen wir auch dort noch einen Slot im TV für den ersten FC Köln. So, ich glaube, ich hoffe, grob alles so erklärt, ups, das war mein Fehler, das sollte anders sein, grob alles so erklärt zu haben, dass jeder verstanden haben sollte, wie das Ganze funktioniert. Und die Tabelle haben wir auch gesehen und wir freuen uns auf das Spiel. Kurz noch zur Tabellensituation. Ich wollte das habe ich, glaube ich, vergessen. Aha, im Schnelldurchlauf, damit wir hier gleich rankommen, nochmal ganz kurz auf die Tabelle. Ihr seht auf der Tabelle Platz 1 ist natürlich grün markiert. Das ist dann der deutsche Meister der Virtual Bundesliga Club Championship. Aktuell übrigens SV Werder Bremen, der amtierende Meister der Vorsaison. Auch wieder auf Platz 1. Und dann seht ihr aber ausgegraut Platz 1 bzw. 2 bis 6, denn das Ziel für die meisten Spieler ist es, die Top 6 zu erreichen. Und zwar mit dem Ziel, dann direkt die VBL Finals im 1 gegen 1 oder dort dran teilnehmen zu dürfen. Platz 7 bis 16 nimmt an den Playoffs teil. Das heißt, die Spieler aus dem Kader oder jeweils zwei Spieler aus dem Kader dieser Teams nehmen noch an einem separaten 1 gegen 1 Playoff teil, um sich dann in die Finals für die Finals zu qualifizieren. Platz 17 bis 22 scheiden aus. So, ich glaube, damit habe ich es. Und jetzt haben wir auch unsere Besucher dabei. Habt ihr die angemacht, die Mikros? Ich glaube. Ja, dich ja. Kann man hören. Du? Sag mal was bitte. Hallo? Nein, du nicht. Sag ich mal, ja. Ah, jetzt. Sehr gut. So, Rafa, wieder mit am Start. Klar. Letztes Mal Glück gebracht. Ich hoffe, dass es wieder der Fall ist. Auf jeden Fall. Da gehen wir auf jeden Fall. Frau Soss übrigens heute schon im Chat sehr viel Lob bekommen für deinen Spieler gestern. Ne? Gestern war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Da gab es schon lobende Worte. Was haben wir heute vor? Ihr sollt gleich ja auch nochmal für uns einmal ein Live-Match spielen. Du gegen Prey. Du spielst ja auch so ein bisschen FIFA Ultimate Team, habe ich gehört. Und du hast was bekommen. Ja, ich habe die 99er-Karte online bekommen von mir selber. Also ich bin fast unschlagbar jetzt. Der Kollege neben mir gerade gesehen hat, ich habe relativ wenig Spiele im Ultimate mit meinem Ultimate-Team gemacht, aber für ihn sollte es reichen später. Sehr gut, vor allen Dingen mit der Karte. Und Rafa, weißt du was? Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Ich bin gleich, warte, gib mir eine Sekunde. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Ich bin da ja nicht so, ne? Ich bin ja ein netter Bub. Und du hast die Karte zwar in-game, aber ich habe hier noch was für dich zum Aufhängen. Und damit kann jetzt auch jeder nochmal deine Karte sehen. Die haben wir nämlich für dich separat nochmal besorgt. Und wir sind gleich sehr, sehr gespannt, wie du mit diesen Stats, also ich weiß nicht, ist das mit dem Tempo so okay oder? Also Physis passt, Tempo sowieso, Dribbling auch, 98, auch? Das ist auch, ja. Eigentlich alles korrekt. Schusswert? Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Wenig, oder? Ja, Schießen ist deutlich besser, glaube ich, das wissen die Jungs aus dem Training, aber gut, damit kann ich leben. Ist in Ordnung. Ja, ja. Als Innenverteidiger-Karte geht das schon. Das ist Wahnsinn. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Sehr gerne. Ich übergebe dir das einmal. Ja, du darfst sie dann gleich einmal verstauen. Kann ich sie jetzt hier den ganzen Abend so liegen lassen, damit jeder Bescheid weiß? Du darfst natürlich die ganze Zeit halten. Also so ist nicht. Du darfst natürlich auch die ganze Zeit halten. Ich bringe es immer hier im Hintergrund. Vielleicht sieht man es ja trotzdem noch. Ja, das passt. Ja, siehst du wohl. Da sieht man sie. Ja, hast du deine Karte schon gespielt oder testest du sie gleich zum ersten Mal? Nee, ich habe sie schon gespielt und ich habe es den Jungs eben schon gesagt, egal ob man nee oder sonst wer, mir läuft keiner mehr weg. Ne? ja, also es passt auf jeden Fall. Du bist bereit. Stellst du dich denn immer noch in der Innenverteidigung mit diesen Werten oder switchst du dich? Ja, normalerweise sollte man den Kollegen dann, glaube ich, nach vorne stellen, aber ich bin da sehr traditionell und ich bin Innenverteidiger, ja. Innenverteidiger, sehr gut. Freut mich sehr. Ich würde auch sagen, bevor wir dann gleich in die Spielanalyse und Ähnliches gehen, würde ich euch auch direkt schon wieder wegschicken und euch ins Game entlassen. Ich glaube, ihr habt alles schon vorbereitet, alles fertig gemacht? Ja, ich glaube schon. Ja. Und dann haben wir schnelle Übergabe und dann bin ich sehr gespannt, wie du jetzt gleich eskalierst mit dieser Karte. Ja, also beim letzten Mal haben wir gesehen, du hast Prey ja schon Schwierigkeiten gemacht. Ja, das stimmt. Und jetzt mit diesem Verteidiger hat Prey eigentlich ja gar keine Chance mehr. So, also ich dürfte eigentlich kein Tor schießen, ganz ehrlich. Wirst du ja auch nicht. Also. Ja. Sehr gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr begebt euch mal dahin. Und so, gehen wir einmal rüber und wir machen einen ganz
wir warten eben ganz drauf und ich stelle euch ganz kurz was vor, bevor es dann losgeht in das Spiel. Und zwar die neue Captain-App, die ist in der Beta. Das Ganze wird unterstützt von der Startup-Förderung des ersten FC Köln und das ist eben die Fantasy-Betting- und Lifestyle-App zum E-Sport. Die App heißt Captain. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung und ja, sorry wegen dem Ton. und ihr findet, also alle Videos, also alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung und es gibt aktuell einen Beta-Zugang zu dieser App, den könnt ihr euch dann unter den gegebenen Links besorgen und das Ganze schön testen. Wir würden uns freuen, wenn ihr fleißig mitmacht, wenn ihr euch den Beta-Zugang besorgt und eben auch diese dieses Startup, das unterstützt wird vom ersten FC Köln, eben mit Usern unterstützt. Das wäre, ob mit Usern, ja, unterstützte, unterstützt. So, da. Das ist Chicos, genau. So, und der macht sich jetzt bereit. Ich muss gerade gucken. Genau, die Jungs sind heiß. Und da bin ich sehr gespannt drauf, auf diese Partie. Also bevor wir gleich in das Highlight-Game gehen, freue ich mich natürlich gleich erstmal auf unser kleines Showmatch zwischen Rafa und Timo. Die beiden haben gerade schon im 85er-Modus einmal sich gegenseitig angefühlt, kann man so sagen. Haben sich so ein bisschen schon mal warm gespielt, so sagen wir es mal. Und werden jetzt im Foot-Modus und Rafa wird mit seiner, ich zeige es nochmal für die, die vielleicht gerade reingekommen sind, vielleicht kann ich sie auch so lange auf den Stuhl stellen. So, das ist Rafael Chichos, steht der Name auch drauf, kann man das erkennen? So, das ist jetzt mein Co-Kommentator, der wird später auch mit uns noch kommentieren. Mit seiner 99er-Karte, also wer so eine Karte hat, der hat ein gutes Leben. Mit seiner 99er-Karte wird er jetzt versuchen, hier Timo das Leben schwer zu machen. Wir hatten das Turnier schon mal und schauen mal, wie er sich heute schlagen wird. Ich sehe, sie sind gerade in den Vorbereitungen. Chat, ihr solltet euch ein bisschen beruhigen. Ich muss gerade mal die anderen Chats auch durchgucken. Wann kannst du Frenig, Marcel? Das ist eine gute Frage. Frenig hat gesagt, der wäre bereit, auf jeden Fall mal wieder dazu zu stoßen. Das wäre nochmal interessant. Schon mal ein bisschen Einstimmung auf Sonntag? Auf jeden Fall. Geht gut. Moinsen Nelo, ein wunderschönen. Levi, ich kann immer noch keine Mods vergeben. Wir sind da dran. Das Problem ist, dass es halt nicht so einfach ist, weil es halt der FC-Channel ist. Und da müssen Mods separiert. Ah, übrigens, solange wir hier quatschen. Kennt ihr das? Kennt ihr diesen Controller? Übrigens, es gibt natürlich wie immer was zu gewinnen. Und vor allen Dingen auch für unsere Xbox-Fans. Es gibt ja den Xbox-Controller noch nicht im Shop. Es gibt aber wie immer was zu gewinnen. Und zwar könnt ihr gewinnen entweder den PlayStation oder den Xbox-Controller. Und das Ganze easy mitmachen. Alle Infos findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Ich donner es trotzdem einmal kurz in den Chat als Info, weil nämlich im Bildchat gibt es das Ganze nicht. Aber ich donner es eben überall einmal rein. So, damit ihr eine kurze Info habt. Einfach eine E-Mail mit VBL Gewinnspiel senden an esport@fc-köln.de und dort bitte reinschreiben, ob ihr mehr so Xbox-Controller oder mehr PlayStation-Controller wollt. Hat er schon, Stefan. Nice. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Und wer übrigens noch nicht weiß, was er damit anstellen soll, darf gerne auch im Shop vorbeischauen. So, wir switchen rüber ins Gameplay. Wir sehen, Rafa stellt auch schon was ein. Guck, Controller einstellen. Wir können jetzt sogar noch gucken, was Rafa an Controller-Einstellungen rüberhaut. Wie heißt die App? Die App heißt Captain. C-A-P-T-N. Da könnt ihr einfach mal drauf. Seht ihr unten in der Videobeschreibung, Chris. Captain.de, also captn.de.
Und wir starten hier gleich schon rein. Ihr seht's, Team. Hat Rafa da sein Team noch? Achso, die werden wahrscheinlich ein Freundschaftsspiel spielen. Das heißt, das Team von Rafa werden wir gleich erst sehen. Ja, ihr braucht also keine 100 Mails schicken, da hat Only recht. Denkt, schickt eine Mail, das reicht. So, jetzt geht's. Jetzt bin ich gleich sehr gespannt, wie das Team von Rafa aussieht. Ich höre auch schon mal hier den Ton. Jawohl, kriegen wir wenigstens schon mal das Klicken. Und ihr wisst Bescheid, sobald wir in-game sind, gehe ich so ein bisschen außerhalb des Chats und konzentriere mich auf das Game, um euch das hoffentlich beste Erlebnis zu bieten, was geht. Übrigens begrüße ich nochmal alle freien Zuschauer. Für alle, die vielleicht gerade reingeschaltet haben, wir sind gerade erst in einem Pre-Match. Es spielt Rafael Chichos gegen Timo, also gegen Prey. Rafa, unser Innenverteidiger hier, hat gerade seine 99er-Karte bekommen und wird die jetzt testen gegen unseren E-Sportler Prey gegen Timo. Das wird sehr, sehr spannend. Und damit rein ins Game. Rafa müsste von links nach rechts sein, wenn ich mich nicht irre. Nee. Prey müsste von links nach rechts sein. Rafa von rechts nach links. Rafa in den dunklen Trikots. Ist das richtig? Gehe ich mal von aus. Gündogan, Coman, Brandt, das sieht sehr nach Rafa aus. Sehr Bundesliga-lastig. Das Team, das haben wir leider noch nicht gesehen. Und Prey von links nach rechts. Kommt über De Bruyne. Also das Team, also der Teamnachteil von Rafa ist natürlich schon groß. Aber er hat einen Innenverteidiger, da ist er, Chichos. Steht da gut im Weg und löst das dann sauber und ordentlich. Und damit gibt es einen Ballbesitz für Rafa. Alaba, Kingsley, Coman, Julian Brandt. Nimmt hier das Dribbling, zieht den Dragback und dann ist Timo Werner da als Stürmer. Versucht es gegen Militao, aber der ist natürlich wach. Timo weiß auch, wie man sowas zu verteidigen hat. Thiago erstmal zwischen, aber dann schafft es Timo hier, das Ding zu befreien. Walker über die rechte Seite. Und da ist gut zugemacht. Von Rafa. Timo muss jetzt mal schauen, wo er wieder hingeht. Versucht es nochmal über die rechte Seite, wieder über Walker. Jetzt hier Neymar mit ein, kein Abseits. Aber da ist erstmal kein Durchkommen jetzt vielleicht. Und Chichos sauber. Also Rafael mit seiner eigenen Karte, mit seinem eigenen Spieler. Gut gemacht. Brandt. In die Spitze, das sah für mich sehr verdächtig nach Abseits aus, aber der Schiedsrichter sagt, ist nicht, weiterspielen. Da aber der Keeper direkt dran ist, kein Problem hier für Rafa. Momentan schlägt er sich gut, vor allen Dingen in der Defensive. Hummels stellt den Körper rein, stark verteidigt hier. Nach vorne, da fehlt es ein bisschen, da hatten wir vorher drüber gesprochen, vielleicht mal seine Karte in den Sturm stellen. Das sind schon sicke Werte, um da vorne ein bisschen zu rödeln. Aber er sagt, er ist eher so der klassische Typ. Eher so in der Defensive. Und Manuel Neuer ohne Probleme. Klasse Parade hier. 23 Minuten gespielt. Timo
ist spielbestimmend, aber Papa verteidigt sauber und versucht dann mit ruhigen Angriffsstaffetten nach vorne zu kommen. Aber das ist wieder gut antizipiert von Timo. Und dann hier der missglückte Ball. Stoß kommt ins Halbfeld, gut gelöst. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn du einen Innenverteidiger hast, der solche Pässe spielen kann. Und jetzt die Möglichkeit über Gnabry. Gündogan, und da ist Militao. Man muss natürlich auch sagen, dass der Teamnachteil bei Rafa deutlich ist gegenüber zu Prey, der ja mit seinem E-Sports-Team Pay-to-Win natürlich mitgehen muss. Mbappé mit dem Heel-to-Heel, aber Alaba ist hartnäckig und holt sich hier den Ball. Klasse gemacht. Und Tschichos. Gündogan, Neymar wieder dran. Bei solchen Dingern muss er halt aufpassen. So darf er den Ball nicht verlieren. Ansonsten wird es da halt gefährlich. De Bruyne, Mbappé. Und Gnabry. Kimmich. Und da ist er, Tschichos. Sauber Gündogan gefunden, der übrigens... Als Deutscher, da bin ich sehr gespannt, wie er das gelöst hat mit dem Linken. Oder hätte ich gern gesehen, wie er das gelöst hat mit dem Linken. Für die, die dann nicht so affin sind. So Teams im Ultimate-Team müssen halt eine bestimmte Voraussetzung erfüllen, was die Teamkollegen angeht, damit sie auf eine bestmögliche Teamchemie kommen. Heißt zum Beispiel deutsche Spieler, also Spieler der deutschen Nationalität, linken gut zueinander, haben eine gute Chemie miteinander. Während zum Beispiel ein Deutscher und ein Spanier eher nicht miteinander linken, es sei denn, sie spielen in derselben Liga, wie zum Beispiel ein Brandt, ein Alaba und ein Coman, der ja Franzose ist. Die spielen dann auch in derselben Liga. Ein Alaba und ein Coman spielen auch im selben Verein. Das heißt, die Chemie zwischen den beiden stimmt doppelt in Anführungsstrichen und könnte einen roten Chemieling verkraften. Kolet, heel to heel und dann ist er drin. Diesmal kommt Rafa nicht zwischen. Und man sieht es ihm auch im Blick an. Damit ist er natürlich nicht zufrieden. Aber nochmal. Timo als E-Sportler hat hier den Druck auf seiner Seite. A, weil er dieses Spiel regelmäßig täglich spielt und trainiert. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass das Team von Timo deutlich stärker ist, was die Attribute angeht. Ich bin gespannt, ob Rafa hier noch zu Chancen kommt. 45. Spielminute, ich nenne es immer gerne Crunch-Time in FIFA. Da passieren... manchmal wilde Dinge und manchmal ist es etwas einfacher, ein Tor zu schießen. Erstmal geblockt, aber Einwurf für Rafa hier. Timo gut rausgespielt, aber 2 Minuten Nachspielzeit sind um. Und damit gehen wir in die Halbzeitpause. 1-0 Führung für Timo. Und hier sehen wir 2x4-3-3. Einmal mit falscher 9 und einmal mit einem Stürmer, mit dem 4-3-3 offensiv. Rafa macht sich Gedanken, ob er da vielleicht ein bisschen was verändern soll. Ich weiß nicht, ob er... Kann natürlich sein, dass er ein bisschen Feedback bekommt von außen. Da kommt seine Karte auf jeden Fall mal... 2 Stationen weiter nach vorne ins zentraloffensive Mittelfeld. Dafür ist jetzt, glaube ich, Boateng reingerutscht. Das ist jetzt die Frage. Boateng oder doch Süle. Hazard noch auf der Bank. 91er Hazard. Das ist auf jeden Fall auch eine schöne Karte. Könnte man durchaus für Coman bringen, um noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft zu haben in der Offensive. Vielleicht kriegt er die Infos sogar von Timo. Auch Timo verändert ein paar Dinge. Ist auch übrigens sehr interessant, dass Kane da vorne rumrödelt bei Timo.
auch eher eine untypische Personalie. Und dann geht's los mit Halbzeit Nummer 2. Rafa jetzt von links nach rechts, Timo von rechts nach links. Momentan die 1:0-Führung für Timo. Hinten steht Rafa eigentlich ganz ordentlich, lässt wenig zu. Aber vorne, da fehlt es auch an Durchschlagskraft. Und wenn er hier noch was in der Halbzeit bewirken will, dann muss er auch vorne ein wenig Druck machen. Jetzt Tschichos auch im zentraloffensiven Mittelfeld. Das heißt, seine grandiose Karte wird offensiver. Und das macht durchaus Sinn. Denn die Werte wären in einer solchen oder in einem solchen Team in der Defensive verschenkt. Kane verspielt da, braucht zu lange. Und dadurch kein Problem für Rafa. Und jetzt gibt es den Konter. Hazard frisch gekommen zur Halbzeit. Neben Hazard. Dribbling, Thiago. Aber Virgil van Dijk. Man kennt's, der Mann ist ein Hühne. Und ein richtig guter Verteidiger mit schönem Stellungsspiel. Schwer daran vorbeizukommen, De Bruyne. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das Defensivverhalten da von Rafa ändern wird, wo er seinen eigenen Spieler mit den Stärken jetzt nach vorne getan hat. Muss er natürlich aufpassen, dass er hier nicht Gefahr läuft, mal überlaufen zu werden. Die Gefahr bestand nicht, als er da sich selbst noch in der Innenverteidigung hatte, denn dem wegzulaufen mit den Pace-Werten, das ist gar nicht so einfach. Da ist er, Chicos. Vieira ist dran. Er kämpft darum, da vorne irgendwie eine Möglichkeit zu bekommen. Aber Prey hat momentan alles unter Kontrolle und jetzt gibt es die Möglichkeit für Prey auch wieder mal vorne aktiv zu werden. Vieira versucht den Ball in die Mitte, aber das ist ideenlos. Werner, guter Ball auf Gnabry. In der Mitte ist, glaube ich, Chicos. Auf der anderen Seite wäre Hazard gewesen, aber hier gibt es den Ballverlust. Mbappé. Gab viel Lob im Chat für Rafa, was die Leistung im letzten Spiel der Fußball-Bundesliga anging. Defensiv macht das eigentlich gut, aber jetzt ist Timo durch. Mbappé mit rechts aufs Kurz. Das war stark abgeschlossen. 65. Spielminute. 2-0 bis hierhin, muss ich sagen, geht das Ergebnis immer noch vollkommen in Ordnung. Hinten lässt er wenig zu. Und wie gesagt, vorne, da fehlt es halt. Jetzt wird es ein bisschen wilder. Jetzt will er natürlich da auch vorne ein bisschen was machen. Geht da sehr dran. Ich glaube, Boatenga auch alleine drauf gelaufen. Flanke. Oh, Walker ist wach. Immerhin Standard, immerhin Eckball. Oh, der Kopfball und da ist Timo Werner. Und da ist der Anschlusstreffer in Spielminute 71. Klasse Variante bei der Ecke. Und dann ist Timo Werner wach und nickt das Ding ein. Und dann wird es doch nochmal spannend, die letzten 20 Ingame-Minuten hier dieser Partie. Harry Kane und eine klasse Tat hier von Manuel Neuer. Nochmal Prey über Neymar, kommt mit dem Dragback, aber das ist klasse gemacht hier mit Thiago. Der hat dann allerdings Probleme, den Ball zu halten und Kane ist direkt druckvoll wieder dran. Neymar im Strafraum einmal, zweimal und dann Mats Hummels. Schön ruhig geblieben hier von Rafa und jetzt die Möglichkeit auf den eigenen Angriff. Aber der verpufft. Kimmich.
Gnabry. Timo Werner dauert zu lange. Militao sehr weit aufgerückt. Und jetzt kommt der Blick. Jetzt macht er ernst. Aufpassen. Viera. Viera 3-1. Er hält sich trotzdem gut. Das muss man sagen. Na klar ist man unzufrieden, wenn man ein Spiel verliert. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, hier auf dem virtuellen Rasen ist nicht er der Profi, sondern Prey. Und da kann man durchaus auch mal eine Partie verlieren, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Naja. Vor allen Dingen, wenn es momentan in der Bundesliga so gut läuft, wie es aktuell läuft. Gnabry. Hat mal ein bisschen Raum, muss ja allerdings jetzt abbrechen und in die Mitte gehen. Da ist wieder Virgil van Dijk. 5 Minuten noch. Ich denke, groß auf den Unentschieden brauchen wir hier nicht schielen. Aber vielleicht gibt es ja noch den Treffer. Dafür wäre noch Zeit, um das Spiel noch ein bisschen enger zu gestalten. Das ist ein bisschen kopflos rausgespielt. Muss halt aufpassen. Und Werner Hummels wieder dran. Und nochmal. Timo ist hier der Profi und man merkt auch einen deutlichen Unterschied, was das Team angeht. Thiago, starker Ball. Werner, wenn das kein Abseits war, war es allerdings. Neymar. Thiago, Hazard. 90 Minuten um, 2 Minuten Nachspielzeit. De Bruyne, Gündogan sehr gut da durchgegangen. Und jetzt nochmal Timo Werner. Vielleicht bekommen wir noch einen Treffer. Auch hier wieder Crunchtime, letzte Minute des Spiels. Ball geht in die Mitte, aber Eder Militao ist da, Vieira. Und dann gibt es hier den Schlusspfiff. Und ein verdientes, muss ich sagen, 3-1 hier für Timo. Aber nochmal, Timo ist hier der Profi auf dem Platz und dementsprechend muss Rafa hier nicht das liefern, was er auf dem reellen Rasen der Bundesliga liefert. Verkauft sich trotzdem gut. Auch das muss man sagen, nur 3 Gegentore. Selbst mit seinem Charakter, den hätte er gerne wahrscheinlich gehabt, irgendwie einen Treffer. Hier sehen wir nochmal die Ecke. Der Kopfball kommt von Hullet, glaube ich. Ja, na, fast hätte es die Vorlage für Cichos gegeben, aber Hullet hat den Kopf davor. Ah, ja, ja, doch, doch, doch. Doch, doch, da wird nochmal, natürlich gibt es hier die Torvorlage. Klar war der Ball nochmal an Cichos dran, der lenkt den nochmal korrekt rüber zum guten Timo Werner. Alles gut, das Spiel, alles perfekt gelaufen. Only 9 habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Wenn ich da in-game bin. Dann achte ich da nicht so im Chat. Ja, ich kann das gleich nochmal weitergeben, Only. Ich gebe das gleich nochmal weiter. Matt, moin, moin. Grüße gehen raus. So. Dann gehen wir hier wieder rüber und dann widmen wir uns, gleich kommen die Jungs wieder zu mir und wir widmen uns jetzt schon den Haupteck zwischendurch. Ich habe hier irgendwo ein Bild. Nils, ein wunderschönen, klar, ich grüße euch alle, Freunde, grüßt euch. Ich zipp eben die anderen Chats einmal durch. Das passt. So, ist Rafael Cichos jetzt Streamer? Nein, Rafael Cichos ist nicht Streamer. Rafael Cichos spielt halt auch gerne. Wir haben vorhin übergeben für die, die frisch dazugekommen sind. Wir haben vorhin die Karte übergeben. Rafael hat für sein Ultimate-Team seine eigene Karte in-game bekommen. Und wir haben ihm die Karte hier nochmal präsentiert. Da kommt er. Ja, das ist mein Co-Kommentator jetzt. Er hat nicht geholfen, muss man sagen. Er hat leider nicht geholfen. Er hat die Torvorlage gemacht, oder nicht? Das haben wir doch festgestellt. So. Ich habe gesehen, du hast ihn in der Halbzeit dann doch in die Offensive gestellt. Ja. Wie wir gerade mit dem Trainerteam auch besprochen haben, das war, glaube ich, der Fehler.
Da war ich dann hinten zu schwach, mein Team sowieso unterlegen. Ja, es war unfair. Ja, muss ich auch sagen, aber trotzdem nach vorne war es dann doch zu wenig. Wird jetzt reingecasht? Also es wurmt mich jetzt gerade wirklich schon, dass mein Team so schlecht ist. Mal gucken. Was würdest du empfehlen, wie viel Geld muss man reindrücken? Ja, das sage ich jetzt besser nicht laut. Es wäre schon ein bisschen leider. Schon ein bisschen. Gut, aber... Ja, er hat es ja. Er hat es ja, ist ja Fußballprofi. Das ist ein Gerücht. Obwohl, man kann natürlich so viel Geld ausgeben, dass man es am Ende nicht hat. So sieht es nämlich aus. Ja, man kann auch gut traden. Man kann auch gut traden, kann sowas von traden, ja. Aber das habe ich noch gar nicht gehört, also ja gut, vielleicht... Dafür fehlt die Zeit. Ja, das stimmt. Da muss er ja noch ein bisschen trainieren, auch für normalen Fußball. Aber so in den Pausen. Ja, insgesamt Fazit, Timo, wie hat er sich geschlagen? Also war natürlich doch schon vom Team sehr unterlegen, das hat man gemerkt. Ich meine, der einzige gute Spieler war er selber natürlich. Was will man da auch machen? Ja gut, und natürlich am Controller selbst. Das war schon nicht schlecht. Also 3-1 ist schon okay. Ja, natürlich. Aber wirklich Team unterlegen, das merkt man auf jeden Fall. Also mein Team ist natürlich dann einiges besser. Vor allen Dingen wirklich die Zweikämpfe. Er hat vorne mit dem Timo Werner gespielt. Der gewinnt halt keinen Zweikampf wirklich gegen den Van Dijk. Kannst vergessen. Sind das alles Goldspieler gewesen? Keine Informs? Also Hazard habe ich gesehen, dass er eingewechselt. Das war, glaube ich, die SBC, oder? Nee, wahrscheinlich ein Leihspieler, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Das wird ein Leihspieler gewesen sein. Ich glaube, ich habe eine besondere Karte. Das bist du. Das ist, ja, gut. Daneben noch einen. Ich glaube, das war der Brand, aber jetzt auch nicht, dass die Stats da irgendwie viel, viel besser sind. Okay, also das heißt, wir arbeiten jetzt nicht nur am Spielerischen, auch irgendwie am Team. Ja, also das Team muss umgebaut werden. Ja, in FIFA 21. Ja. Greifst du an. Ja, genau. Jetzt lohnt sich noch nicht. Jetzt erstmal ganz normal. Erstmal so. Europapokal. Okay. Das war glaube ich, ein Seitenhieb. Gar kein Problem. Das darf er heute nach dem Sieg, darf er sich das erlauben. Sehr gut. Wir gehen auf das Spiel, auf das Derby. Heute virtuell, am Wochenende dann auf dem reellen Fußballplatz. Richtig gut. Und wir schauen uns mal die Partien an. Und Timo darf gerne ein bisschen was dazu sagen, vor allen Dingen zu den Gegnern, Timo. Erstmal muss man ganz klar sagen, tabellarisch, die Borussia aus München-Gladbach hier ganz klar Favorit, oder? Ja, leider. Spielerisch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die beiden sind auch schon doch schon sehr gut drauf, besonders in der VBL, aber auch im anderen Modus, im Ultimate Team. Wird schwer. Wird schwer. Das ist einfach und simpel auf den Punkt gebracht. Ja, leider. Leider. Aber wir fangen an übrigens mit der Xbox-Partie. Das heißt, wir spielen zuerst das Spiel. Wieso ist denn das hier so weit hochgerutscht? Kann. Hier. So. Wir spielen zuerst das Spiel der Gaucho gegen Phenomeno auf der Xbox. Gaucho, einer der besten auf der Xbox in Deutschland. Das ist extrem schwer, ein sehr ruhiger Spieler. Also spielt sehr, sehr ruhigen Aufbau, wobei wir bei Phenomeno in letzter Zeit einen sehr ähnlichen Spielstil gefunden haben, oder? Ja, im VBL-Modus auf jeden Fall. Ja. Der musste halt leider ruhig spielen, ne? Weil es halt sehr langsam das Spiel. Und Gaucho, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr stark. Habe ich auch schon öfters gegen gespielt jetzt. Nicht im 85er-Modus, sondern im Ultimate-Team. Im 85er schwächelt er ein bisschen. Ja. Sieht man nicht an der Tabelle. Ja, an der Tabelle sieht man es nicht. Aber im Verhältnis ja. Ist, glaube ich, Jeffrey etwas stärker, was die Punkteausbeute angeht. Ja. Im 85er-Modus. Ja. Hier vielleicht ein Punkt, wo man sagen kann, okay, man kann hier drei Punkte holen und dann im 2 gegen 2 später. Das 2 gegen 2 haben wir hier. Da sehen wir sie übrigens im anderen Livestream. Das 2 gegen 2 werden sie dann Jeffrey und Gaucho gegen Stranger und Phenomeno spielen. Das 2 gegen 2 funktioniert bei uns mittlerweile richtig gut. Besser als am Anfang, ja. Deutlich besser. Ja. Also die haben eine gute Abstimmung. Das geht vom Spieltempo mittlerweile ganz gut. Ja, haben die mittlerweile auch Aufstellung gefunden, wo sie gut mit drin sind. 4-2-4, glaube ich. Ja, genau. Das haben sie, glaube ich, letztes Mal komplett umgestellt, weil sie gesagt haben, immer, sonst haben sie es immer in-game also irgendwann umgestellt. Sie haben schon ihre zwei Aufstellungen, wo sie wissen, wenn sie hinten liegen, dass sie Tore schießen können. Und wenn sie vorne sind, das sie verwalten können. Ja, auf jeden Fall. Ich muss eben mal gucken, nicht, dass wir das Spiel verpassen, aber wir haben, glaube ich, noch 5 Minuten. Easy.
Ja, wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende und interessante Partie gegen die Gladbacher. Rafa, wir sprechen immer über das Digitale und wir haben uns natürlich vorbereitet vorher, Videoanalysen und so weiter. Denn wie ist das bei euch? Wie ist das bei euch vor allen Dingen bei so einem Derby? Also geht man in so ein Derby wirklich auch ganz anders rein? Ja, man merkt das eigentlich schon die Woche, dass es ein besonderes Spiel ist am Wochenende. Ich glaube, die Fans jetzt nach unserem Spiel haben auch direkt skandiert, irgendwas mit München-Gladbach und Derby. Also die haben uns auch schon direkt auf die richtige Tour gebracht. Und ja, ich glaube, diese Woche ist nochmal so ein bisschen mehr diese Anspannung da, weil es einfach ein besonderes Spiel ist für uns und natürlich erst recht für die Fans. Und wir wollen dann natürlich dann auch die Revanche für das Hinspiel auf jeden Fall vornehmen am Sonntag. Und ja, zu der Vorbereitung, ich glaube, die Jungs analysieren ihre Gegner, das machen wir natürlich auch. Und das ist dann auch schon teilweise sehr detailliert, ja. Wenn ihr, oder was ich fragen wollte, ist, wenn so ein Gegner jetzt kommt, in so einem Derby, ist das gut gerade in diesem, also ihr habt ja quasi einen Lauf, ihr seid gut drauf. Ist das gerade recht, kommt euch das gerade recht, so ein Derby? Ich glaube, wenn man aus den letzten 6 Spielen 5 gewonnen hat, dann ist das, glaube ich, jetzt nicht der schlechteste Zeitpunkt, um so ein Derby zu führen. Aber im Endeffekt pfeift der Schiedsrichter am Sonntag die 90 Minuten wieder an und da zählt nicht, was davor war oder was danach ist. Gladbach, ich glaube, die haben in Leipzig gezeigt, dass sie richtig, richtig gut drauf sind. Haben dann durch eine sehr schwierige Schiedsrichterentscheidung dann am Ende sind sie dann noch in Probleme geraten. Aber ich glaube, wie sie vor allem die erste Halbzeit das gemacht haben, war schon sehr beeindruckend. Und ähnlich werden sie es wahrscheinlich auch gegen uns angehen. Und daher heißt es auf jeden Fall aufpassen und versuchen, dieses Selbstvertrauen, was wir jetzt haben, was wir uns erarbeitet haben, dann mitzunehmen. Sehr gut. Diese Worte würde ich dann auch an unsere Jungs hier richten, denn auch die hatten ganz guten Lauf in der Rückrunde. Also jetzt war nicht so schlecht, wie die Hinrunde ein Stück weit aufgehört haben. Und dementsprechend wollen wir natürlich dieses digitale Derby gewinnen und am Wochenende natürlich auch das Analoge auf dem reellen Platz. Und deshalb gehen wir jetzt schon mal in-game. Da sehen wir nämlich schon mal die Aufstellung. Rafa bleibt auch hier als Kommentator. Dich würde ich dann schon mal entlassen. Rafa, möchtest du ein Headset aufziehen? Oder möchtest du am... Ich kann auch so. Ja? Ja, alles gut. Sehr gut. Ich hau uns das dann wieder hier in groß rein, dass wir auch was sehen. Schauen wir mal, also Phenomeno bereitet sich vor, baut hier zumindest mal das 4-2-3-1 auf. In letzter Zeit hat er immer ein 4-4-1-1 gespielt. Ich hätte dich, glaube ich, ganz am Anfang mal gefragt, wie schwer das ist, beim ersten Mal warst du mal da, hatte ich dich, glaube ich, schon gefragt, wie schwer das ist, so eine Formation umzutauschen. Da sagtest du, ja gut, man ist natürlich Profi und schon länger dabei, du zumindest. Wenn ein Trainer was ansagt, dann dauert das natürlich im Moment, aber insgesamt kriegt man das ganz gut hin. Und man merkt bei Phenomeno auch sehr, dass er immer wieder gerne mal so eine Formation wechselt. Das heißt, war in der Dreierkette, war in der engen Raute, war im 4-4-1-1, jetzt ins 4-2-3-1. Das ist dann auch für den Gegner sehr schwer zu analysieren und zu schauen, was macht er eigentlich, weil er sehr individuell immer wieder agiert und sich oft auch aufs Spiel einstellt. Wir hatten vor kurzem auch ein Patch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, das heißt, es wurden ein paar Dinge verändert. Auch da musste man sich ein bisschen drauf einstellen. Und da bin ich auch sehr gespannt. Das ist jetzt gut 2 Wochen her. Sollte also zumindest mal erstmal nicht mehr groß für Probleme sorgen. Und damit gehen wir rein ins erste Spiel des Tages, des 18. Spieltags hier. Borussia Mönchengladbach von links nach rechts in den weißen Trikots. Und unser erster FC Köln mit Phenomeno von rechts nach links in den roten Trikots. Gladbach mit dem Anstoß und mit dem ersten Angriff. Das typische FIFA 20 Bild, ne? Man baut die Defensive auf und dann wird da drum herum gespielt. Das ist so. Das ist typisch. Vor allen Dingen zum Anstoß, da versucht man mal doppelt sich zu konzentrieren, ja, um dann vielleicht so ein bisschen den Gegner, der das Spiel so am Anfang ein bisschen vernachlässigt, aber auch die Struktur des Spiels, dass sich da noch nicht so ganz eingefahren hat. Das heißt, die Spieler stehen alle noch nicht genau da, wo sie eigentlich hingehören, weil alles nicht aus der Bewegung kommt, sondern aus einer starren Formation.
Ja, wir sehen übrigens doch im 4-4-1-1 gestartet hier, Phänomeno. Und da versucht man sich natürlich doppelt zu konzentrieren, aber zu unserem... Ja, das ist ja ähnlich wie bei uns. Wir haben ja jetzt vor diesem Wochenende auch zwei Spiele gehabt, wo wir am Anfang eher gepennt haben. Und da muss man da auch drauf eingehen. Mhm. Und ich glaube, jetzt am Wochenende haben wir es ganz gut gemacht. Man sieht wieder, E-Sport ist auch manchmal sehr nah an der Realität. Ja, manchmal leider. Mhm. Weil manchmal kann man es halt auch nicht unbedingt beeinflussen. Aber es ist realitätsnah, definitiv. Wie ist das, wenn man so den Start verpennt? Kriegt man dann richtig einen auf den Deckel? Ja, erstmal haut man sich, glaube ich, selber einen auf den Deckel, weil das macht es natürlich dann umso schwieriger, wenn man zum Beispiel wie in Dortmund nach 53 Sekunden hinten liegt, vor allem in Dortmund. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was dir passieren kann. Und damit machst du dir dann eigentlich schon fast das ganze Spiel kaputt. Und darum sollte man vor allem die ersten 10 Minuten voll da sein. Die ersten 10 Minuten hatten wir schon hier zumindest in-game. Bisher keine echte Torchance, aber das ist halt genauso, wie du sagtest, aber eben dieses typische Bild. Man versucht erstmal irgendwie die Lücke zu finden, vor allen Dingen nach diesem Cup in Atlanta hat es sich so ein bisschen breit getreten, auch zum Beispiel Überzahl auf Ballbesitzseite zu spielen, das heißt alles noch ein bisschen enger zu machen, die ganze Defensive auf eine Seite mit zu verschieben und damit den Raum für den Gegner extrem eng zu machen. Das heißt, dass jeder Angriff noch ruhiger gespielt werden muss, noch mehr nach Lücken gesucht werden muss, so wie hier. Und dann ist der Ball eben auch mal weg. Das Tackling war da, aber der Ball landet im Aus. Dadurch dürfen die Gladbacher einwerfen. Aber stark gemacht hier vom Phänomeno. Gut antizipiert, den Ball geholt. Ärgert dich das eigentlich, dass du dann nicht auf dem Platz stehst? Hast du den Jungs mal einen gegeicht? Nee, ich habe es jetzt ja mittlerweile gelernt, dass das im 85er-Modus dann andere Gründe hat und daher kann ich damit leben. Kannst du nachvollziehen. Ja. Gut, wenn man jetzt natürlich die Karte hätte, ne? Ja gut, dann wäre man aber, glaube ich, in der Tabelle auch woanders. Also. Ja gut, klar. Jetzt Modest über die rechte Seite. Traut sich noch nicht in die Mitte zu spielen. Das hätte den Raum gegeben und dann braucht er ein bisschen zu lang. Muss er etwas früher spielen. Gespielt. Sehr ruhige Partie. Sehr wenig Tempo drin. Das kennen wir, wenn man so das Phänomeno-Spiel kennt, vor allen Dingen aus dem Foot-Modus, ist es eigentlich ein ganz anderes. Also Phänomeno ist mehr so ein Spieler, der gerne auf Tempo geht, der gerne versucht, vorne Druck zu machen. Und musste sich vor allen Dingen über die Winterpause sehr mit dem 85er-Modus beschäftigen. Und vor allen Dingen auch damit kämpfen, hier überall das Tempo mal rauszunehmen. Wir sehen es hier, es ist wenig aktive Verteidigungsarbeit, sondern viel Lücken schließen, viel zusehen, dass der Gegner da irgendwie nicht durchkommt. Hier schafft das, aber dann... ist erstmal die Grätsche dazwischen und dann das Aluminium. Eieieiei. Braucht man auch nicht mehr, ne? Ja, gehört dazu. Gehört dazu. Vor allen Dingen auf einem Spiel oder bei einem Spiel auf so einem Niveau. Wie Kessel. Das ist Kessel, oder? Das ist Kessel, ja. Wird hier auch für diejenigen, die das erste Mal zuschauen. Kessler steht hier im Tor, weil selbe Werte. Aber einfach größer. Und damit in diesem Modus der beliebtere Torhüter. Stark gemacht hier vom Phänomeno. Jetzt muss er nur den Angriff nach vorne auch vernünftig raustreiben. Da gibt es ein bisschen Raum. Und das Tempo kann er nicht mitnehmen. Ich habe ein bisschen Glück jetzt gerade in der Phase. Jetzt Phänomeno sich ein bisschen Zeit, aber dann dieser Fehlpass. Den wollte er mit Sicherheit so nicht spielen. Modest. Wo geht's hin? Erstmal wieder zurück. Die Außenverteidiger. Mhm.
läuft er weg. Wahrscheinlich spielt er ihn vorher mit L1. Das heißt, der Spieler, der den Ball abgibt, macht dann, startet schon mal durch. Also defensiv steht der Gladbacher Kollege sehr gut, ne? Ja, hatte ich vorhin angesprochen. Ist auf jeden Fall einer der stärksten Spieler auf der Xbox im deutschen E-Sport-Bereich. Auch international, meine ich, momentan auf Platz 16 der Weltrangliste. Das müsste ungefähr Platz 5 von den besten Deutschen international sein. Das ist schon sehr starke Leistung momentan. Und man sieht es auch an der Tabelle insgesamt bei den Gladbachern, dass die momentan funktionieren. Aber das 0:0, wenn man das mitnehmen kann in die Kabine, ist erstmal gut. Dann kann man sich nochmal beraten. Leider nicht. Sehr, sehr bitter zu dem Sachen. Ja, das ist halt immer dieser Moment, wo man einfach doppelt konzentriert sein muss. Es geht gleich quasi in die Kabine. Meistens ist man mit dem Kopf auch vielleicht schon so weit, dass man sich überlegt, was bespricht man mit dem Trainer. Und dann hagelt es eben so ein Ding. Ja, das Bild wollen wir Sonntag nicht sehen, ne? Ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn es am Ende dann doch das richtige Ergebnis ist, ist es okay. Aber wir spielen ja 3 Spiele. Das Ziel ist immer, 6 Punkte insgesamt zu holen für diejenigen, die gerade reingeschaltet haben. Oder das erste Mal überhaupt. Es werden immer 3 Partien gespielt, jeweils einmal auf Xbox, einmal auf PlayStation und einmal im 2 gegen 2. Wir sind momentan in der ersten Partie. In jeder Partie werden 3 Punkte vergeben, beziehungsweise 1 Punkt für ein Unentschieden und 0 Punkte natürlich bei einer Niederlage. Und das heißt, man könnte mit 2 Siegen aus 3 Spielen 6 Punkte mitnehmen, der Gegner dann maximal 3 und damit würde man den Spieltag in Anführungsstrichen gewinnen. So gehen wir in Halbzeit 2 mit 1:0 Rückstand. Das ist erstmal keine gute Ausgangslage, aber es sind noch 45 Ingame-Minuten. Da kann in FIFA sehr viel passieren und Phenomeno ist vor allen Dingen einer, der sich gerne durchbeißen kann und irgendwann halt, wenn er seine Offensive ausspielt, auch extrem gefährlich werden kann. Jetzt gibt es ein bisschen Platz, Fragezeichen. Keins. Hat er gut gemacht. Sehr gut. So von draußen drauf schaust, wenn man das mal mit einem normalen Fußballspiel vergleicht, also mit einem reellen Fußballspiel, ihr macht ja auch Analysen, was spielen, gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, das fällt dir direkt auf, was vielleicht entweder analog ist, ähnlich, oder wo du sagst, es wäre vielleicht besser im reellen Fußball anders zu spielen? Also das ist natürlich immer sehr ballbesitzlastig, das Ganze hier. Ich glaube, das wäre sehr, sehr schwierig, das in echt so zu spielen. Das ist ja fast Barca-like dann immer. Mhm. Hauptsache man hat 90% Ballbesitz. Also ich glaube, das ist sehr, sehr selten im realen Leben und dem Spielfluss, glaube ich, hier bei FIFA 20 geschuldet. Schade. Ja, das ist wahr. Also das ist halt definitiv so. Es gibt halt wenig Optionen. Also Flanken zum Beispiel kannst du halt gar nicht schlagen. Das heißt, du gehst selten über den Flügel und bringst halt mal einen rein. Also du kannst die Flanke schon schlagen. Der Kopfball danach ist allerdings eher semi-effektiv. Schüsse aus der zweiten Reihe sind auch sehr schwierig ins Tor zu bekommen. Selbst wenn der gut kommt, ist der Torhüter meist dran. Es sei denn, du schaffst den Torhüter eben zu verladen, indem du den Ball auf eine andere Seite spielst, dass der Torhüter eine Bewegung macht und dann halt drüber spielst. Also das sind schwere Spots zu kreieren. Du musst also quasi irgendwie in den Strafraum spielen und dann im besten Fall hast du eine 1 gegen 1 Situation gegen den Torhüter. Ja. Da hast du vollkommen recht. Also das sind halt Optionen, die im reellen Fußball gegeben sind, die hier eben komplett fehlen. Ja, ich glaube, jeder Trainer würde auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn man jeden Konter nochmal abbrechen würde, weil es dann mehr Anspielpositionen gibt. Ich glaube, die Konter sollten immer schnell gefahren werden und das ist ja hier auch besonders schwierig. Ne? Mhm. Also da wird ja immer noch mal hinten rumgespielt, um mehr Spieler nach vorne zu kriegen. Das ist auf jeden Fall nicht sehr nah an der Realität. Die
66. Spielminute, aber es sieht in Halbzeit 2 schon deutlich besser aus. Also Phenomeno hat zumindest mal die Position eingenommen, hier das Spiel zu kontrollieren. Ist ja auch wahnsinnig konzentriert. Du musst halt immer aufpassen, wenn du so offensiv bist, wenn du quasi der Bestimmer auf dem Platz bist, dann läufst du halt immer Gefahr, dass der Gegner irgendwann einen Konter fahren kann, den er nicht verlangsamen muss. Das versucht Feno natürlich tunlich zu vermeiden. Die Gladbacher. Diesmal Chance für 2-0, oder? Ja, das ist die erste Möglichkeit aufs Tor. Insgesamt. Wer war es? Bennett? Ist das Bennett? Ich glaube ja. Wenn der Außenverteidiger. Es war halt in dem einen Moment, das war genau diese Situation, da kommt der Ball auf den Flügel, da kommt er Richtung Grundlinie und dann kriegst du halt einen Rückraum auf Bennett. Ist halt sehr ärgerlich, dass er da aufs Kurze so gut reingeht. Und wir sehen auch direkt die taktische Änderung ins 4-2-4. Also hier ist es jetzt alles oder nichts. Ein Punkt ist besser als keiner. Da ist die Tordifferenz zumindest erstmal zweitrangig. Schauen wir mal, ob noch was geht. 74. Spielminute. Können wir noch jetzt sehr offensiv eingestellt. Jetzt vermutlich auch das Tempo generell höher halten. Schlecht, aber der letzte Pass wieder. Der nicht so richtig will. Mal schön am Pressen jetzt, ne? Ja, muss er auch. Das macht er, das, da hast du recht, das macht er richtig gut. Wie ist das in der Bundesliga, also wenn du 2-0 hinten liegst? In dem normalen Ligaspiel sagt man sich, Leute, wir reißen irgendwann komplett, also machen die Maschinerie komplett auf, oder achtet man da doch noch irgendwie auch in Richtung Tordifferenz? Also Ziel Nummer 1, wenn man ein Gegentor bekommen hat, ist, glaube ich, immer, das so lange wie möglich so offen zu halten, dass du immer noch einen Punkt mitnehmen kannst. Mhm. Und wenn du dann 2-0 kurz vor Ende bist, dann machst du den Anschlusstreffer. Sehr gut. Genau das willst du dann natürlich hinkriegen, dass du nochmal den Anschlusstreffer bekommst, weil dann ist immer alles möglich, das weiß jeder. Mhm. Da fängt auch der Fuß dann bei den meisten nochmal an zu zittern in den letzten 10 Minuten beim gegnerischen Team. Ich glaube, wenn es dann 3-4-0 steht, so wie bei uns halt letzte Woche leider, dann sagst du irgendwann, Jungs, jetzt machen wir mal hinten dicht, weil so viel mehr sollten es dann auch nicht werden. Aber 2-0, irgendwann kommt der Zeitpunkt dann schon, wo du sagst, alles klar, jetzt machen wir. Okay, jetzt muss er aufpassen. Das ist halt wichtig, wenn du jetzt einen gemacht hast, dann musst du halt aufpassen, dass du erstmal keinen weiteren bekommst. Damit du es halt, wie du schon sagst, lange offen hältst und jetzt nochmal halt 4 Minuten. Das ist halt so ein Moment, wo man sich jetzt entscheiden muss. Halte ich den Ball so lange, bis ich in diese Crunch-Time reinkomme, bis ich zu diesem Moment komme, wo ich sage, okay, die Wahrscheinlichkeit, hier einen Treffer zu machen, ist halt deutlich höher und der Gegner kann nachher halt nicht mehr zurückschlagen. Oder versuche ich hier jetzt schon auf das 2-2 zu gehen. Aber bei Phenomeno merkt man halt hier sofort auch im Spielaufbau, dass er das sehr ruhig nimmt, will die 90. Minute mitnehmen und im besten Fall irgendwie zum Torabschluss kommen. Ja, dann kannst du dir gut merken, wenn du mal online zockst, auf die 90. Minute schielen. Wenn du dann vors Tor kommst, ist es immer sehr wahrscheinlich, dass der Ball auch reingeht. Hier verliert er ihn allerdings. Oh, no. Jetzt hat er ihn. Kommen wir nochmal. Modest. Nein. Schade. Kriegt er noch ein Geschenk? Ärgert er sich auch. Da ärgert er sich auch. Schade. Sehr, sehr schade, weil wirklich eine gute Situation. Den Ball gerade, den er abfängt. Muss er halt einfach noch ein bisschen cooler ausspielen. Insgesamt, laut Statistik, absolut verdient der Sieg jetzt für die Gladbacher, aber wir haben noch 2 Spiele. Ihr kennt's. Ja. Da haben wir noch die Möglichkeit, das Ganze zu drehen. Ich weiß nicht, ob wir gleich noch ein paar Chancen bekommen, das wäre noch nicht so schlecht.
Aber wir haben es halt gesehen, Finn, und er ärgert sich vor allen Dingen über die letzte Situation extrem. Schaut nochmal über die Spielerleistung. Kriegen wir die Spielhöhepunkte noch? Achso, er braucht für die Screens nochmal. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar Höhepunkte bekommen. Nee. Das will er sich nicht mehr geben. Das will er, kann ich verstehen. Ja. Kann man am Ende der Tat auch immer nachvollziehen. Ja, Niederlage, sehr belastend. Aber du bist ja noch da als Glücksbringer. Beim ersten Mal warst du voll durchgängig da, haben einen sehr guten Spieltag gehabt. Zwei sehr gute Spieltage. 9:0, glaube ich, mein erster. Ah ja, genau, 9:0. Warst du noch das zweite dann auch da oder warst du dann schon weg? Nee, den war ich nicht mehr da. Was und der ging dann eher, ah ja, genau, der, ah, eher in die ging, Hose. Genau, der ging komplett in die andere, ja, Richtung. Das war ja der Spieltag. Also habe ich gehofft heute, aber bisher hält sich das Glück hier gerade noch in Grenzen. Ja gut, aber sechs. Aber wir haben noch zwei Spiele, ne? Ja genau, wir haben noch zwei Spiele. Sechs Punkte würden auch noch gut tun. Genau, genau. Würden auch noch richtig gut tun. Ja, Only, auf jeden Fall gut gekämpft. Gerade am Ende hätte es vielleicht nochmal das Quäntchen Glück geben dürfen, um da zumindest mal nochmal einen Ausgleich zu holen. Ja, er hat es ja wirklich dann auch fast geschenkt bekommen, aber konnte es leider nicht nutzen. Schauen wir mal. Wir werden jetzt, ich glaube, es geht sogar recht fix los schon, auf die PS4 wechseln tatsächlich. Es geht tatsächlich recht fix los. Deshalb schauen wir da einfach mal schon rein ins Gameplay, bevor wir es verpassen. So ein Derby, ich sag mal, ist halt immer noch ein bisschen was anderes. Also auch die Jungs, glaube ich, sind ein bisschen nervöser. Auch für Nominor ging es natürlich auch vom Druck her. Man will die Top 6. Man hat, glaube ich, noch vier Spieltage. 18, 19, ja, vier Spieltage. Und dann gegen ein Derby gegen die Gladbacher, die auch sehr gut stehen. Das ist schon eine ganz andere Drucksituation. Wir sehen, die Gladbacher sind auch fertig. Wie ist das bei dir? Jetzt so, wenn du von Spiel zu Spiel denkst, was so, ich habe dich, glaube ich, schon mal gefragt mit dem Druck, baut der sich bei dir auf? Gibt es Spiele, wo du sagst, sie sind etwas besonderer und machen mehr Druck? Oder sagst du, es? Ja, also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ein Spiel wie jetzt im Signal Iduna Park oder jetzt, was jetzt am Sonntag kommt, ein Derby im Borussia Park, dass das nichts Besonderes für einen ist. Ich glaube, das baut sich dann immer mehr Richtung Spieltag, baut sich da so ein bisschen die Anspannung auf. Druck verspür ich persönlich jetzt dann nicht wirklich, eher Vorfreude und wie gesagt, so ein leichtes Gefühl von Anspannung. Und am Spieltag ist es dann natürlich für den Kopf dann auch was Besonderes und da zählt es dann vorm Spiel nur, sich auf seine Aufgaben zu fokussieren und sich darauf zu konzentrieren, was der Gegner vorhat, was man analysiert hat und wie man selber spielen möchte. Hast du irgendein Ritual vorm Spiel, das du immer machst? Ich habe tausend Rituale. Es fängt auf der Bettseite an, auf der man schläft im Hotel den Tag vorher und das hört dann beim Sachen anziehen vorm Spiel auf. Auf dem Platz gibt es auch noch was. Also ich bin ein sehr abergläubischer Typ. Es nervt manchmal auch, aber geht es jeden Spieltag wieder. Okay, gerade. Ist das zu persönlich zu fragen, welche Bettseite? Mittlerweile ist es die linke. Am Anfang, also ich sag jetzt mal, bis vor 3-4 Jahren war es noch die rechte, aber da hat mich das Glück irgendwann verlassen und habe ich es gewechselt und seitdem zwei Aufstiege gefeiert und jetzt auch in der Bundesliga Fuß gefasst. Also ich glaube, links ist ganz gut, ja. Sehr gut. Also Jungs, merkt euch das, wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann müsst ihr auf der linken Bettseite pennen. Zumindest im Hotel. Ja. Zumindest im Hotel. Ist das, und zu Hause ist das dieselbe Seite, oder? Ja, zu Hause ist es dieselbe Seite. Da habe ich ja auch kein Einzelzimmer. Zu Hause liegt da meine Verlobte noch daneben. Ja. Aber im Hotel bin ich allein und daher kann ich es mir aussuchen. Sehr gut. Ja, interessant. Ich kenne tatsächlich auch einen FIFA-Spieler, einen Argentinier, der auch sehr viele Marotten hat, der dann auch gerne, keine Ahnung, seinem Coach sagt, der soll gerne am nächsten Tag dasselbe tragen, was er vorher auch getragen hat. Ja, man kennt es ja von vielen. Also ich glaube, Rafael Nadal ist auch eines der prominentesten Beispiele von Sportlern, die ihre Ticks haben. Und ja, es gibt einen so ein bisschen Halt und so eine gewisse Routine, die, glaube ich, ganz gut ist. Nicht schlecht. Ich wüsste gar nicht. Ich glaube, bei mir persönlich
Gibt's nichts. Ich schlafe generell dann einfach schlecht vor so einem Turnier oder so. Ja, es gibt halt auch, es gibt halt natürlich auch die Art von Spieler, die das überhaupt nicht interessiert und die das für kompletten Quatsch halten. Und ich beneide die auch manchmal, weil die haben natürlich deutlich weniger Sorgen oder deutlich weniger Sachen im Kopf vorm Spiel. Aber jeder ist halt, wie er ist. Ne? Aber du kannst dann gut schlafen, wenn du deine Seite gewählt hast, das geht? Ja, ja. Also bei mir ist tatsächlich so, wenn ich so auf so ein Event fahre, dann schlafe ich wirklich die Event-Tage extrem schlecht, bis ich ausgeschieden bin. Okay. Ich ausgeschieden nee, bin, sonst gut. Also damals, wo ich noch kein Einzelzimmer hatte, da war es natürlich schwierig, dann dem Kollegen dann zu verklickern, dass ich da unbedingt schlafen muss. Hat er dann einen schon doof angeguckt, wenn es immer verschiedene waren. aber jetzt ist es natürlich mit dem Einzelzimmer das ist deutlich leichter. Ja, sehr gut. So, wir warten also noch ein bisschen. Ich glaube, die Gladbacher sind bereit. Stranger scheint noch was zu erledigen zu haben. Und dann geht's aber auch bald los. Also der offizielle Spieltermin wäre um 20:30. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier tatsächlich auch Spieltermine einzuhalten geben muss. Die Gladbacher wären auf jeden Fall wahrscheinlich bereit, früher zu starten. So, recht only, das ist ein guter letzter Satz. Es lohnt auch nicht. Also wir haben jetzt gerade gar keine. Wir können aber zwischendurch mal auf die Tabelle schauen. Wir hatten sie, glaube ich, vorhin zwar schon mal angeschaut, aber wir können mal schauen, in welche Richtung das für uns gehen kann. Wir sind momentan auf Platz 12. Am letzten Spieltag waren wir übrigens auf dem gleichen Platz. Ihr wart 13. Wir waren 13. Das hat gut geplant. ich hoffe, dass wir auch bald wieder auf 12 oder ähnlichem stehen. Das sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. Ich wollte sagen, sieht aber gut aus. Ne? Also ja. Wenn man den Schwung mitnehmen kann, den man momentan hat. Ich meine, man muss alles gewinnen, ist immer schwierig. Aber wenn man einen guten Schwung mitnimmt aus dem, was man die letzte Zeit gespielt hat, auch sehr gute Spiele gemacht, muss ich sagen. Ja, ich glaube, ich war das letzte Mal hier, das war vor dem Leverkusen-Spiel. Da sah die Tabelle deutlich düster aus. ich glaube, da haben wir das jetzt schon ganz gut in die richtige Bahn gelenkt. Aber jetzt vor allem die nächsten beiden Wochen sind natürlich dann nochmal hart, was das Programm angeht. Aber auch da wollen wir dann Punkte mitnehmen auf jeden Fall. Sehr gut. Was habt ihr für ein nächstes Programm? Also nach Gladbach? Jetzt Gladbach und dann zu Hause gegen die Bayern. Oh, das ist natürlich halt echt also sehr schwieriges Programm. Wann wird es leichter? Also leichter in Anführungsstrichen? Gute Frage. ja, ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, wirklich leicht wird es nicht. Wir müssen natürlich vor allem die Punkte holen, wo wir gegen unsere Konkurrenten da unten spielen und die Mannschaften aus dem Mittelfeld. Alles, was wir da drüber holen, ist dann, glaube ich, sehr, sehr gut, sehr, sehr guter Bonus. Hier sehen wir auch wieder 4-2-3-1, aber vorhin haben wir auch das 4-2-3-1 gesehen bei Phenomeno. Das war allerdings dann am Ende ein 4-4-1-1. Ich glaube, Stranger bleibt hier im 4-2-3-1 mit zwei Zentraldefensiven, die da abräumen sollen. Auch das wird ein sehr schwieriges Spiel, muss man sagen. Jeffrey von Borussia Mönchengladbach ist ein sehr starker Spieler, was die Defensive angeht. Also wir haben es gerade schon gesehen, dass die Defensive natürlich insgesamt ganz gut sind, aber Jeffrey halt einfach noch mal ein bisschen mehr, weil er noch mehr diese Meter des Spiels ausnutzt. Ich hatte gesagt, schon dieses Überzahl auf Ballbesitzseite, wo man wirklich versucht, da Druck drauf zu machen, sich zurückfallen zu lassen, wirklich die Räume so eng zu machen. Und das könnte für Stranger, der gerne wirklich ein Offensivspektakel leistet, ein sehr schweres Spiel werden, was auch nervlich angeht. Also wenn du eigentlich ein Typ bist, der gerne schnell Fußball spielt und so weiter und dann musst du dich aber jedes Mal rennst du gegen so eine Mauer. Unter Kontrolle haben, ne? Ja. Das ist es nämlich. Du musst dich unter Kontrolle haben, dass wenn du den Ball verlierst, du nicht wilde Sau spielst, weil du den Ball direkt wieder zurückhaben möchtest. Und das wird sehr interessant zu sehen sein. Also wenn Tim das unter Kontrolle bekommt, dann könnte das
hier die ersten drei Punkte geben und im 2 gegen 2 ist alles möglich. Also ich glaube, im 2 gegen 2, so wie die Jungs aufspielen und wie sie sich verkaufen, können sie den Jungs da auf jeden Fall ein Schnäppchen schlagen und dann hätten wir hier zumindest den ersten Derby-Sieg durch Spieltag. Das wäre doch ganz gut und vor allem auch wichtig dann fürs 2 gegen 2. Ne? Ja. Tim macht es aber auch gut, also lässt sich nicht in diese Partie reinstressen, sondern lässt sich auch Zeit. Mal gelockert. Auch wir E-Sportler müssen noch ein bisschen. Gibt es eine Zeitvorgabe jetzt? Der offizielle Spieltermin wäre 20.30 Uhr. Also aber die können jetzt schon vorher spielen. Also in der Theorie könnten die vorher spielen. Es gab mal, glaube ich, von der DFL die Ansage, sie sollen schon zeitgleich spielen. Da es aber ja eigentlich kein anderes Spiel parallel gibt, ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber da halten sie sich schon. Gibt es heute nur das Spiel? Genau. Es ist vorgezogen, weil die Gladbacher tatsächlich an der Club-WM teilnehmen, die in Italien stattfindet und die morgen dann schon quasi losreisen, beziehungsweise Mittwoch, und um denen da den Stress zu nehmen, weil sonst wäre der Spieltag eben Mittwoch gewesen, wurde das Spiel vorverlegt. Alle anderen Termine sind dann am Mittwoch, kann man dann auf den anderen Kanälen der einzelnen Vereine sehen. Und Donnerstag gibt es natürlich nochmal den Spieltag im TV, beziehungsweise die letzten zwei Spiele des Spieltags live im TV auf ProSieben Max. 19:45 übrigens habe ich gerade gesehen. Normalerweise 21:45 jetzt. Muss ich gerade mal gucken, bevor ich was Falsches sage. 21:45, sorry. Normalerweise 22:15, interessant. Warum sie so. Und Tim scheint also schon auf den Spieltermin 20:30 zu gehen. Bin auch gespannt, was die Jungs nachher sagen zu diesem Spiel. Ja, gerade Phenomeno, der ja sehr viele Probleme am Anfang hatte. Wie gesagt, dann so eigentlich in die zweite Halbzeit sehr gut reingekommen. Sehr, sehr wenig zugelassen hat. Und dann blöderweise mit dem ersten Torschuss der Gladbacher direkt das 2:0 fängt und dann eben auch aufmachen muss. Macht das dann wiederum richtig stark, macht viel Druck, kriegt auch den Anschlusstreffer, aber am Ende langt es eben nicht, um noch einen zweiten zu machen. Und Tim ist die Ruhe selbst. Wir können so lange noch mal in den Chat reinschauen. Ja, auf jeden Fall. Pushen, Freunde. Finde ich übrigens sehr, sehr gut, dass ihr alle im Chat mit am Start seid. Und dass ihr hier unterstützend mitwirkt. Die Jungs lesen sich das gerne im Anschluss immer durch. Und wie gesagt, so Themen wie das Lob an Rafa habe ich natürlich selbstverständlich weitergegeben. Ne, Rafa, hast du gehört vorhin. Ja, ich habe auch gerade die Frage gelesen, ob ich Ultimate Team Weekend League spiele. Selten leider, weil wie gesagt, am Wochenende geht es dann meistens um die Wurst und da habe ich nicht so viel Zeit. Und, dann nur zwei Spiele von 30 zu machen, das lohnt dann, glaube ich, auch nicht so richtig. Hast du recht. Am Wochenende gibt es da im Leben eines Fußballers andere Prioritäten. Ja. Zu Recht. Also rein hier ins Spiel. Borussia Mönchengladbach mit Jeffrey von links nach rechts und Stranger von rechts nach links. Auf der PlayStation jetzt das zweite Spiel des heutigen Abends. Drei gibt es insgesamt. Danach noch also das 2 gegen 2. Spiel 1 auf der Xbox. Mussten wir uns leider geschlagen geben. Mit 1:2. Beziehungsweise 2:1. Aber jetzt Stranger, der schon im Qualifier, im Foot Qualifier, eine sehr gute Figur im ersten Step in der Swiss Round gemacht hat. Mit 7:0 durchmarschiert ist und dann sehr viel Pech gehabt hat in der K.O.-Runde. Zweimal knapp verloren. Aber nichtsdestotrotz macht das Mut auf mehr. Jetzt muss er aufpassen. Neuhaus. Boah. Und das tut weh. Und das ist genau diese Anfangsphase, die wir vorhin angesprochen haben. Keine 10 Minuten.
und dann kriegst du das Ding rein. Jetzt heißt es zusammenreißen, sehen, dass man mehr aus dieser Situation macht als in den ersten 10 Minuten. Das fand ich sehr interessant. Bei der Außenverteidiger am Wochenende in der 90. nochmal geknipst. Easy nochmal geknipst. Was heißt nochmal? Überhaupt geknipst hat. Wir hatten da auch intern Wetten laufen, dass das niemals der Fall sein wird. Und jetzt hat er am Wochenende das Recht geschafft. Ja. So. Oh. Jetzt Cordoba vielleicht. Kein Abseits von Kainz. Macht das gut schirmt und legt jetzt erstmal zurück. Hector. Schönes Kombinationsspiel. Klasse Dragback und dann der Pass. Neuhaus im Weg. Traoré. Möglichkeit für die Gladbacher, aber direkt Druck. Also das ist genau das Spiel, was Tim eigentlich gerne macht. Gar nicht den Gegner so viel agieren lassen, sondern sofort da vorne drauf gehen und den Gegner unter Druck setzen. Aber Jeffrey auf der anderen Seite natürlich auch mit der Erfahrung, solchen Situationen aus dem Weg zu gehen. Und das sind genau dann diese Situationen, die man vermeiden möchte. Mit dem Außenverteidiger zu hart drauf gehen und dann eben die Lücke zureißen, aber dann kriegt das nochmal verteidigt und kann jetzt kommen, über Modest. Traoré ist dran, dann war der Weg zu lang. Die Stamina und die Fitness der Spieler sind immer ein Thema, muss man aufpassen. Man kann natürlich auch 1:1 wechseln. Aber man kann natürlich auch nicht unendlich weit sprinten, ohne an Tempo zu verlieren oder an Ballkontrolle zu verlieren. Wie ist das bei dir nach 90 Minuten? Merkst du es hart in den Knochen? Ja, kommt natürlich immer auf den Spielverlauf an, aber nach 90 Minuten ist man schon froh, wenn der Schiri dann die Nachspielzeit umzeigt. Ich bin auch einer, der dann immer gerne verhandelt wird. Macht, dass wenn wir zum Beispiel führen, dass es nicht so lang sein muss. Aber die Jungs haben ja immer ihre eigenen Vorstellungen und das ist ja, glaube ich, letztes Mal ist es immer 5-6 Minuten. Ja, ja. Das ist dann schon nicht so angenehm auf dem Platz, muss ich sagen. Insgesamt die ersten 10 Minuten, das ist das, was du vorhin auch gesagt hast. Wenn man sowas im Signal Iduna Park verschläft, dann tut das doppelt weh. Und hier tut es eben genauso weh. Also wenn du diese ersten 10 Ingame-Minuten eben nicht wach bist und du bekommst dann den Gegentreffer, dann rennst du eben immer wieder auf den Gegner an und der hat eben die Ruhe weg, kann in Ruhe verteidigen und dann gegebenenfalls seine Konter fahren. Ja, und das bringt dich natürlich auch selber unter Druck, ne? Also ja, unnötig fallen. Dinge? Aber der ist super. Sehr gut, Ausgleich, wichtig. 38. Spielminute. Terodde, eiskalt. Wie man ihn kennt. Wie man ihn kennt, so ist's. Jetzt haben wir noch 6 Minuten in Halbzeit 1. Bevor wir dann Schmidt dazwischen, aber kein Eckball. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, ob er den Fuß zwischen hat. Offensichtlich nicht. Cordoba. Ja, das sind diese guten Bälle, die Tim eben auch drauf hat. Die Bälle in die Spitze. Normalerweise ein sehr gutes Timing versucht, hier mal über die Außen zu kommen. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn die Verteidiger da komplett dicht machen, den Flügel. Jetzt muss er wieder aufpassen, das ist wieder diese sogenannte Crunch-Time. Das ist 2 Minuten, bevor du in die Halbzeit gehst. Hat jetzt noch Glück, bekommt den Ball. Ich bin gespannt, wie viel Nachspielzeit es gibt.
es gibt und wie Tim diese Situation ausspielt. Und wir haben vorhin bei Phenomeno gesehen, der hat sehr lange gespielt, den Ball sehr lange gehalten. Hier wird nichts, weil der hohe Ball vom Torhüter direkt abgefangen wird. Und somit dürfen die Gladbacher nochmal den letzten Angriff dieser ersten Halbzeit fahren. Nein, 2 Minuten um, Ball im Aus. Und so gehen wir in die Halbzeit. Es ist nicht wie ein Schuss. Es war ein einziger Schuss aufs Tor bei den Gladbachern. Ja, ich muss sagen, ich glaube, also ich habe ein gutes Gefühl jetzt für die zweite Halbzeit. Wichtig war, glaube ich, nochmal der Ausgleich vor der Halbzeit. Und dass er sich jetzt keinen nochmal gefangen hat mit dem letzten Angriff. Ich glaube, das könnte ein Auswärtssieg werden. Auf jeden Fall. Also optisch hat er das Game in der Hand. Er muss es halt jetzt nach Hause bringen. Er muss jetzt vorne irgendwo wieder eine Lösung finden. Das ist halt das Schwierige. Nochmal, Jeffrey ist halt eigentlich der Mann, der eben in der Defensive die Fäden in der Hand hält. Das war wichtig, den Ausgleich noch vor der Halbzeit zu machen, um dann eben auch Jeffrey ein bisschen unter Druck zu setzen. Denn die wissen auch, die waren lange auf der Tabelle die Nummer 1. Haben das jetzt in den letzten Spieltagen hergegeben. Das heißt natürlich auch für die Jungs eine gewisse Drucksituation, denn die wollen den Platz gerne wieder zurückerobern. Das geht aber nur mit vielen Punkten. In den Bremer liegen 4 Punkte vor. Und das wird auch auf Jeff dann lasten, der hier mit Sicherheit eher 3 Punkte möchte als nur einen. Und das könnte Raum geben für Tim. Nochmal gute Parade vom Torhüter, nochmal Cordoba. Schade. Gute erste Möglichkeit. So muss er weitermachen. Läuft er direkt wieder hoch an, ne? Ja, genau. Das ist halt so typisch Tim. Er muss halt aufpassen, gerade jetzt auf den Flügeln, wenn es dann in die 1 gegen 1 Situation geht, dann muss er halt aufpassen, dass er da nicht zu krass drauf geht. Wenn er das unter Kontrolle behält, glaube ich, könnte das ein richtig gutes Spiel werden. Wie gesagt, mit jeder Minute, die abläuft, bin ich überzeugt davon, dass Jeffrey sich mehr Druck macht als Stranger. Aber so lange muss es natürlich auch gehalten werden hier und hier gibt es die erste Möglichkeit für die Gladbacher. Und das sind genau die Dinger, die du dann vermeiden musst, den Ball den Gegner direkt wieder in den Fuß zu spielen. Jetzt ist er dran. Jetzt kann er neu aufbauen. Mit ein bisschen Tempo versucht das wieder. Der durchstartende Spieler, den er da versucht einzubinden. Schwierige Situation, weil Jeffrey das gerade auch sehr gut macht. Gutes Ballbesitzspiel hat es schwierig dazwischen zu kommen. Selbst eben jetzt hier mit Druck, mit Stören. Da bleibt Jeffrey ruhig, geht also erstmal den Zweikämpfen grundsätzlich aus dem Weg. Hier kann er nicht aus dem Weg gehen und jetzt gewinnt er den Ball. Und jetzt muss er mal sehen, dass er den Angriff anständig ausfährt. Da sind wir wieder beim Thema Konter abbrechen und zurückziehen. Sah erstmal gut aus, aber dann gibt er den Gladbachern direkt wieder den Ball. Es ist ein bisschen Unruhe jetzt. Also es ist so ein Game 50-50. Der den nächsten großen Fehler macht, der hat ein bisschen das Problem gerade. Nachspielzeit. Das ist jetzt natürlich ein Nervenspiel. Es geht für beide um viel, wie gesagt. Für uns natürlich, um weiterhin in Richtung Top 6 zu schielen. Aber auch für die Gladbacher, die zwar unter den Top 6 geseedet sind, aber eben lange Zeit die Nummer 1 waren und jetzt seit letzten Spieltag haben sich verdrängen lassen von den Bremern. Die wollen gerne wieder zurück. Dementsprechend für beide ein wichtiges Spiel und Stranger im Strafraum. Aber kommt nicht zum Abschluss.
Sehr schwierig. Wenn man in so einer Situation ist, was würdest du raten? Ruhig bleiben und lieber den Punkt mitnehmen oder sagst du irgendwann drauf und holen? Und ja, ich glaube, das kommt immer auf die Tabellensituation, auf den Gegner. Und, wenn das jetzt der Spielstand gegen Bayern München wäre, dann würde ich sagen, ein Punkt wäre doch überragend. Aber im Grunde bin ich auch ein Fan davon, dass man dann schon auf Sieg spielt. Ich glaube, das sollte auch die Philosophie von jedem Profisportler sein, dass man am Ende schon gewinnen möchte. Gehen. Hector. Jakobs. Jetzt sucht er. Jetzt muss er irgendwo die Lücke finden und die sucht er ruhig und lange. Das ist halt zum Punkt, wo du den Gegner halt eigentlich so ein bisschen wieder auf die Flügel drängen musst. Und jetzt kommt das Pressing hier von Jeffrey. Den muss er jetzt gerade aus dem Weg gehen. Halten. Sehr gut. Gut, Terodde. Oh, Außennetz war's. Schade, hat gut ausgesehen. Hector mit der Flanke rein, der Kopfball. Man mag es nicht so, das Kopfball im Gehör, ne? Ja, aber da kannst du, glaube ich, auch das größte Kopfball im Gehör stehen haben. Das ist eben das Problem in diesem Spiel. Da gehört schon sehr viel. Aber 99er Chichos? Ja gut, 99er Chichos, den hätten wir, der hätte den wahrscheinlich auch gemacht. Wie groß bist du? 1,86. Ja. 1,87, ja gut, da kann man. Mit der Sprungkraft geht da was. Mit der von der 99er Karte geht da auf jeden Fall. Fall. Ja, in echt muss man ja auch sagen, wenn, dann über Ecken und Freistöße. Jetzt ist wieder die 90. Minute. 2 Minuten Nachspielzeit. Jetzt heißt es eigentlich diesen Punkt mitnehmen. Also jetzt muss man eigentlich darauf spielen, diesen Punkt mitzunehmen, weil du wirst keinen weiteren Angriff mehr bekommen. Das heißt, diesen Angriff hier der Gladbacher verhindern. Kommt da ran. Oh, belastend. Er wollte ihn wegschießen, wegflanken. Ah, und dann gibt es hier das 1:1. Immerhin ein Punkt. Man kann auch einen Unentschieden holen. Das wäre dann zumindest mal trotzdem noch ein versöhnlicher Spieltag. Nochmal, man muss immer ein bisschen die Tabellensituation Stärke, du hast gerade drauf gezeigt, die Statistik sah gut aus für uns. Ja. Den haben wir drin gesehen, ne? Ja. Versucht sie halt direkt, versucht eben zu überraschen. Also der typische Move wäre hier eigentlich ein Dragback zu machen, aber er weiß natürlich auch, dass Jeffrey genau damit rechnet, dass so etwas kommt und versucht hier aufs Kurze zu gehen. Macht es auch eigentlich gut, aber ist halt schwierig, weil der Winkel ist halt arg bitter. Ansonsten direkt hier der Treffer. Zum zwischenzeitlichen 1:0. Da weiß er natürlich, es ist ein unglücklicher Zeitpunkt. Wir haben insgesamt 6 Torabschlüsse für uns. Es waren jetzt 1-2 richtig gute dabei, die durchaus hätten auch mehr bringen können. Aber hätte Fahrradkette. Ja, wir können direkt auf dem Gameplay bleiben. Es müsste schon fast direkt ins 2 gegen 2 gehen. Das ist halt die Frage, was die machen. In der Zeit könnten wir auch zu uns gehen. Wir wollten vorher, glaube ich, nochmal auf die Tabelle schauen zwischendurch. Die haben wir kurz angeteasert, aber nicht so richtig. Oh, den mach ich mal aus. Nicht so richtig analysiert. So, also, wir haben jetzt nach 2 Spieltagen in Anführungsstrichen 1 Punkt geholt. Also nach einem Spieltag aus 2 Spielen dieses Spieltags einen Punkt geholt. Das würde erstmal bedeuten, dass wir einen nach oben klettern. Das heißt aber auch, dass die Mainzer natürlich nochmal nachziehen können. 3 weitere Punkte könnten dafür sorgen, dass wir sogar auf Platz 9 klettern der Tabelle. Aber nochmal alles unter der Voraussetzung, dass es noch weitere Spieler der anderen Teams gibt. Denn, für die, die es jetzt noch nicht so mitbekommen haben, das ist der Spieltag, der aktuell läuft. Wir sind da eben
gerade als erstes Team dran. Wir haben die Partie vorgezogen, weil die Gladbacher zur Club-WM müssen. Der offizielle Spieltermin ist der 5.2.2030. Da spielen noch Augsburg gegen Eintracht Frankfurt, SVW in Wiesbaden gegen VfL Bochum, Holstein Kiel gegen St. Pauli, Hertha BSC gegen Nürnberg, Arminia Bielefeld gegen den ersten FSV Mainz 05, Bayern 04 Leverkusen gegen Werder Bremen, VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg und RB Leipzig gegen Darmstadt. Und am Donnerstag dann live im TV auf Pro7 Max um 21.45 Uhr nochmal Greuther Fürth gegen Hannover 96 und der Hamburger SV gegen Schalke 04. Ein paar Tage gibt es noch, vielleicht gibt es auch den ersten FC Köln im Fernsehen und wir bekommen da einen Spot. So, wir können, ich glaube, es dauert noch einen Moment, wir können so lange einmal auf uns drauf und uns mal um den Chat kümmern. Ob ich manchmal Gänsehaut bei der Hymne habe? Nicht nur manchmal, ich würde fast sagen, jedes Heimspiel. Also das ist schon ein besonderer Moment. Ich glaube, wer sagen würde, dass das normal ist, das wäre gelogen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und da ich ja einen kleinen Sohn habe, der dieses Lied auch hoch und runter hört, der das mitsingen kann, alles, höre ich es auch privat dann noch sehr, sehr oft. Daher, die Hymne ist fest verankert bei mir. Sehr gut. Beim nächsten Mal müssen wir singen dann. Wir können auch jetzt, wenn du möchtest. Ja, ich bin noch nicht so textsicher, muss ich sagen. Ich muss das dann nochmal lernen. Cool. Liebe Grüße an Levi B. Guck. Achso, zwischendurch können wir noch ansprechen. Wir haben noch was zu gewinnen, ne? Habt ihr gesehen? Die Controller. Zwischendurch gab es immer die Werbung. Es gibt in der Videobeschreibung. Die gibt es natürlich auch im Shop und die könnt ihr auch gewinnen. Schaut in der Videobeschreibung vorbei. Einfach eine E-Mail an esport@fc-köln.de schicken mit dem Betreff Gewinnspiel VBL und dann in die E-Mail reinschreiben, ob ihr gerne einen PlayStation oder eher einen Xbox-Controller. Also vor allen Dingen sehr interessant für die Leute, die einen Xbox spielen, denn den Xbox-Controller gibt es tatsächlich noch gar nicht im Shop. So individualisiert. Das heißt, wer so ein Ding hat, ist vielen anderen einen ganzen Schritt voraus. Ja, dann zuschlagen. Ne? Dann zuschlagen, auf jeden Fall. Also dementsprechend schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Moin Real, einen wunderschönen. Support 1948, vielen, vielen Dank. Das lese ich sehr gerne. Gibt es noch die Frage von Avi? Hast du Bindung zu Saudi-Arabien? Bist du ja dort geboren? Bist du dort geboren, echt? Ich bin da geboren, ja. Jetzt zuletzt war fast das Thema Nationalmannschaft aufgekommen, aber das war dann auch schon der einzige Kontakt, den ich seit meiner Geburt dahin habe. Ich glaube, die Leute, die sich da politisch ein bisschen auskennen, wissen, dass das bis vor kurzem noch sehr, sehr schwierig war, überhaupt ins Land zu kommen. Ich glaube, jetzt lockern sie gerade so ein bisschen die Regeln und leider ist da kein Kontakt mehr hin. Nee. Okay. Aber warst du denn lange da? Oder? Also ja, nur bis zu meinem dritten Lebensjahr. Okay. Und meine Eltern haben da 5 Jahre gearbeitet, mein Vater eher gesagt. Und so ist das zustande gekommen. Ach so, ja. Okay, alles klar. Ich war auch bis zu meinem dritten Lebensjahr, ich bin in Kasachstan geboren, auch darüber, aber ich habe da auch nichts mehr hin. Ja, wenn man so früh da wegkommt. Ja, wenn man da wegkommt, dann ist es schwierig. Man, ne? Ist eigentlich hier ja geboren, und also nicht geboren, aber aufgewachsen. Und ich glaube, da identifiziert man sich einfach mit dem Land komplett. Das stimmt. War das schon konkret eine Anfrage? Nee. Ist ja sowieso immer schwierig, dann mit solchen. Wenn Anfragen aus solchen Ländern kommen, dann sind da immer gefühlt 20 Leute dazwischen. Aber im Endeffekt war es dann einfach zu wenig, dass ich da nur geboren bin, um dann irgendwie eine Staatsbürgerschaft oder Ähnliches zu bekommen. Also ich glaube, es ist ja eh sowieso eins der Länder, wo es dann relativ schwierig ist. Wer ist der Komiker in der Mannschaft? Wird gefragt. Gibt es bei euch so Leute, wo du sagst, das sind die Komiker, die machen sich den ganzen Tag nur Witze? Also es gibt einen Typen, der ist schon, wie sagt man das, komplett anders als der Rest. Das ist unser Freund, der gestern auch getroffen hat, Easy Boe. Also
der findet sich selber schon extrem lustig und das macht ihn dann auch so lustig. Ja, ein sehr verrückter Typ, aber einen, den man einfach direkt ins Herz schließt und daher sehr, sehr wichtig auch für uns. Ja, ich glaube, das ist immer wichtig, so einen Typen zu haben. Der lockert immer alles ein bisschen auf. Lieblingsrestaurant in Köln. Würde ich fast das Mikoto sagen. Hohenzollernring, Sushi, sowieso immer sehr, sehr gerne gesehen. Und wenn wir dann mal auswärts essen gehen, dann ist es da, ja. Oder Metzger und Marien, natürlich von unserem Vereinskoch, kann ich auch jedem nur empfehlen. Apropos Vereinskoch, wir haben ja auch einen schönen Koch gehabt vorhin. Du warst dann noch nicht da zum Essen rechtzeitig, aber wir haben auch gut gegessen. Hier gab es übrigens die Frage, das würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren. Wie verändert sich das, wenn die Fans tatsächlich richtig durchpushen? Also wie verändert sich deine Gemütslage auf dem Platz? Also wenn die jedes Tackling pushen und richtig feiern, wenn du da reingehst. Also das ist das, was man erreichen will. Ich glaube, das ist auch vor fast jeder Besprechung Thema vor Heimspielen, dass man die Fans mitnehmen muss, dass man ihnen was gibt, damit sie uns auch was geben. Und wenn die Wand dahinter oder das gesamte Stadion in Köln, ja, das ist ja nicht nur die Südkurve, dann hilft das ungemein und das pusht schon extrem. Ich glaube, das kann man gar nicht so wirklich beschreiben, wenn man nicht da unten steht. Aber ich glaube auch gerade die Stimmung in Köln beeinflusst dann auch das Spiel vom Gegner, weil wenn es dann so laut wird, wie es dann teilweise bei uns ist, das ist dann schon extrem, ja. Das ist ja das Schöne am reellen Fußball. Wir zumindest im FIFA E-Sport können das halt noch nicht so nachvollziehen, diese Fans, die dann hinter einem stehen in dieser Masse. Klar, ich finde den Support super geil. Wir haben hier 300 Zuschauer plus die von SK und so weiter, die das trotzdem auch pushen, wo die Jungs sich auch freuen, aber dieses direkt im Rücken, es gibt noch keine Zuschauer-Matches, also keine Matches, wo jetzt, keine Ahnung, seien es nur 100 Zuschauer dann am Start sind und dann von hinten quasi mit anfeuern können. Ne? Ja. So, wir gehen schon mal rüber ins Gameplay. Wir bleiben aber so lange noch im Chat, bis es dann tatsächlich losgeht. Das könnte noch ein paar Minuten dauern. Das ist halt die Frage. Wir gehen übrigens gleich ins 2 gegen 2. 3 Punkte hier wären super gut. Die Frage, was ist dein Lieblings-Sushi? Dein Lieblings-Sushi? Schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich nehme eigentlich fast immer was anderes. Also da kann ich dir gar nicht so den Insider-Tipp jetzt geben. Würdest du gerne mal im Sturm spielen? Also gefühlt sage ich jedes Mal im Training, dass ich sehr, sehr gerne Neuner wäre und die Jungs da vorne eigentlich einen überragenden Job haben, weil wenn die einen Fehler machen, dann wird das nicht direkt bestraft. Wenn ich einen mache, dann klingelt es meistens. Also ja, ich wäre sehr, sehr gerne Stürmer. Aber das hat sich selbst in der Jugend bei mir nicht wirklich durchgesetzt. Also wird dann wahrscheinlich auch zurecht sein. Gab es denn mal Zeiten, wo du tatsächlich dort wenigstens mal probiert wurdest auf der Position vorne? Nee, das höchste der Gefühle war links offensiv. Aber sobald das Richtung Profifußball ging, war das auch ad acta gelegt. Also da, wo ich bin, bin ich wahrscheinlich dann auch am besten aufgehoben. Noah, liebe Grüße. Sitzpartner in der Kabine. Links neben mir ist die Mauer und rechts neben mir ist Simon Terodde. Gesagt. Also die Mauer ist kein Spieler, das ist eine Wand. Ne? Wie sieht's aus mit Büchern? Schlecht. Ja gut, keine Zeit, logisch, oder? Ja, sehr, sehr schlecht. Belassen wir es einfach dabei. Ja. Spüren die Eltern, Spieler wirklich mehr Verantwortung? Also ich für mich bin, glaube ich, sowieso ein Typ, der einen guten Draht zu den jungen Spielern hat und ist jetzt nicht irgendwie die große Verantwortung,
die Jungs da auf den richtigen Weg zu bringen, weil es, glaube ich, alle drei junge Spieler sind mit einem klaren Kopf und das ist besonders wichtig und das macht die drei auch aus und daher brauchen die jetzt nicht wirklich irgendwie besondere Aufmerksamkeit von uns. Wer hat das Tor gemacht aus deiner Sicht, Sepp oder Drax? Ja, wir haben heute auch alle diskutiert und da Drax das so vehement für sich beansprucht und ich auch bekanntlich ja sehr, sehr gut mit ihm bin, muss ich es ihm jetzt zusprechen und ich überlege auch eine schriftliche Entscheidung vom DFB zu fordern, ja. Was hat denn der DFB entschieden? Sebastian Bonneau ist der Torschütze. Ach, okay. Er hat natürlich gut Lachen heute gehabt. Wie gesagt, Drax fand das alles nicht so lustig, glaube ich. Im VIP-Bereich sind wir nach dem Spiel sehr, sehr selten. Und wenn, bin ich dann nur eigentlich, um meine Familie da oben abzuholen. Weil es dann doch nach dem Spiel doch noch etwas länger dauert, bis man dann wirklich aus der Kabine raus ist und dann eigentlich froh ist, wenn man auf die Couch nach Hause kann. Also der Chat ist sich einig, dass Sepp das Ding gemacht hat. Gut, dann ziehe ich die schriftliche Anfrage an den DFB zurück. Rote Karte vom Player. Ja, ein heiß diskutiertes Thema. Ich muss sagen, ich hatte das gar nicht gesehen. Ich war tatsächlich in dem Moment, ich bin zur Halbzeit zu McDonald's gefahren, was zu essen holen. Und dann kam ich wieder und dann sehe ich nur oben, dass einer eine rote Karte hat. Das war eine Katastrophe. Also ich glaube, dass diese neue Regel keinem Spieler gefallen wird. Dass es sehr, sehr schwierig ist, sich so im Griff zu haben, dass man ja sich wirklich gar nichts mehr erlauben darf. Ich glaube, Fußball ist ein Emotionssport und das wollen dann auch die Leute sehen und wenn ich dann so rote Karten sehe, wie gestern bei Paderborn zum Beispiel oder am Samstag von Player, ist es dann, glaube ich, für jeden Fußballer schwer verständlich. Ja. Aber entschieden ist entschieden und wenn die Regel so ist, muss man sich darauf einstellen und dann darf einem sowas leider nicht passieren und wenn doch, dann muss man gegen Köln halt zugucken. Das ist so. So, also, aber aus der Fragerunde rein ins letzte Spiel des Spieltags. Von links nach rechts die Gladbacher im Doppel und von rechts nach links unsere Kölner Stranger und Phenomeno. Und jetzt geht es darum, hier das Bestmögliche rauszuholen. Im besten Fall 3 Punkte. Wie gesagt, im 2 gegen 2 bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, weil die Jungs ihre Form da gefunden haben. Sie wissen jetzt, wie der ein oder andere oder wie die Abläufe halt so sind. Und das ist halt dann auch wahnsinnig wichtig, vor allen Dingen gegen Teams, die im Einzel so stark sind, ist eben das 2 gegen 2 eine Möglichkeit, wie man sich antrainieren kann, um da nochmal zu glänzen. Aber erstmal die Gladbacher. Über Player, der ja eigentlich gar nicht mitspielen darf. Das stimmt, ja. Oh, den verzieht er, ne? Den verzieht er aber ordentlich. Zum Glück. Da war ein bisschen Unordnung. Es war nicht mal so, als hätten sie schlecht verteidigt. Aber insgesamt in der Unordnung und mit diesem Durcheinander kam der Ball da halt doch irgendwie durch. Da müssen wir halt aufpassen. Also das müssen sie unter Kontrolle bekommen, defensiv. Denn sie haben schon eine sehr offensive Spielweise, auch die Formation. Ein 4-2-4 ist schon recht offensiv. Und da muss man halt zusehen, dass man hinten individuell sauber steht. Das war gut gemacht und jetzt gibt es die Möglichkeit, selbst nach vorne zu gehen. Thank you.
Zeit. Guter Ball in die Spitze. Leider auch im Abseits. Aber ansonsten sehr gut gespielt. Das Timing hat nicht ganz gepasst. Ich weiß nicht, ob er durchgekommen wäre, selbst wenn das nicht gepfiffen hätte. Oh. Das hätte auch gut laufen können. Das Tackle ist ein Tucken zu spät. Niner. Eine Stunde gespielt. Beide mit einem richtig guten Angriff. Man muss sagen, das ging der Gladbacher von neu aus, dass er deutlich vorbeizieht. Den kann man machen, ne? Den kann man schon mal machen, ja. Aber wir haben es vorhin auch gesagt, braucht man manchmal auch Glück. Ja, manchmal ist es der Pfosten, manchmal ist es die Unfähigkeit. Und das gehört halt auch zum Fußball dazu. Und dann muss man in schwierigen Spielen so etwas auch mitnehmen, wenn man es bekommt. Und im besten Fall auch noch was draus machen, indem man selber vielleicht das nächste Ding schön versenkt. Terodde, Kainz. Wieder aus der Drehung. Wieder auf dem kurzen. Das haben wir schon im letzten Spiel gesehen von Tim. Gut nochmal gelöst. Ein bisschen schnell gespielt, dann aber trotzdem Nerven bewahrt und den Ball an den eigenen Mann bekommen. Cordoba. Jetzt. Ah, versucht hier den Steilpass. Da ist Zakaria dann auch einfach körperlich zu stark, ja? Ja, es ist halt auch, weil in den 85er-Modus dann auch die Größe und so, und es ist dann schon hart, da sich durchzusetzen. Gut dazwischen gegangen. Das wird gefährlich werden. Leider in dem Fall nicht, weil im Mittelfeld der Spieler schon vorher blockt. Das ist halt auch immer so eine schwierige Situation, wenn du eigentlich glaubst, du kannst einen guten Pass spielen und dann steht der Körper des Gegners eigentlich dazwischen. Da darf man auch eigentlich das Ding auch mal abpfeifen. Das ist gefährlich, muss man aufpassen. Wechsel Jakobs. Es ist schwer, es ist wahnsinnig schwer, denn diese wichtigen Situationen ganz vorne, da haben sie ein bisschen zu wenig Leute gerade mit dabei. Obwohl sie in dem 4-2-4 laufen, laufen sie oft in so 1-gegen-1 Situationen dann am Ende. Keins gegen Leiner, das sind genau diese Dinger, wo du eigentlich sagst, in diesem Spiel musst du diese Zweikämpfe, musst du diesen Zweikämpfen aus dem Weg gehen. Das gelingt den beiden gerade nicht, sie schaffen es nicht, sich frei zu spielen irgendwie in den Strafraum, um da mal eine vernünftige Schussposition zu kreieren. Auf der anderen Seite sind sie defensiv immer noch gut, bis auf den einen kleinen Fehler, als die Gladbacher eine gute Möglichkeit bekommen, damit Neuhaus. Aber wenn man hier 3 Punkte holen will, dann muss da vor allen Dingen auch in der Offensive deutlich mehr kommen. Modest. Ist er durch, ne? Ja, da ist er durch. Der bewahrt halt wieder nicht die Nerven, schließt zu früh ab. Der Verteidiger ist im Weg. Schade. Gut gespielt. Der Torwart hat auch eine interessante Position jetzt. Ja, das ist tatsächlich auch von den Jungs von Gladbach gewollt. Die haben ihn sehr weit rausgezogen. Den kannst du, wenn du den rechten Stick reindrückst, kannst du ihn rausziehen. Spielst du selber auch? Ja. Ich habe früher selber semi-professionell gespielt.
Hat allerdings nur national gereicht für die nationalen Finals, also international hat es bei mir damals nie gereicht. Ich spiele heute noch sehr gerne, allerdings nicht mehr so aktiv. Irgendwann war das bei mir dann auch gekommen mit Haus und Familie und dann habe ich immer noch gerne gespielt und auch E-Sport, aber das nimmt dann ab, wenn du weniger Spielzeit hast, wenn du dann auch etwas älter wirst, dann wird es weniger und dann wirst du auch automatisch nimmt die Leistung ab, die du erbringen kannst. Und wenn ich dann spiele, werde ich oft auch sehr unzufrieden, wenn ich verliere. Ich bin ein schlechter Verlierer. Ich auch. Darum habe ich mir angewöhnt, nur mit Leuten zu spielen, wo ich weiß, dass ich gewinne. Ne? Wie bitte? Darum habe ich mir angewöhnt, nur mit Leuten zu spielen, wo ich weiß, dass ich gewinne. Genau. Ich habe vor allen Dingen dieses Jahr, also ich habe sonst immer in der Weekend League immer Elite geholt und dieses Jahr habe ich extrem gekämpft. Extrem. Obwohl ich eigentlich verhältnismäßig viel Zeit hatte, da ich das jetzt Ganze auch mittlerweile hauptberuflich mache. Und habe, glaube ich, jetzt das erste Wochenende mich wieder in diesen Elite rangekämpft. Aber ich habe mit dem Spiel zu kämpfen gehabt, weil mich das so geärgert hat. Ja, gute Chance. Schade. Wieder eine gute Möglichkeit. Sie werden immer stärker. Sie werden immer stärker, aber am Ende... Das Problem ist halt, dass du nicht viele Schmerzen sind. Dann musst du ja auch noch viele sein. Ja, genau. Du musst dann genau diese Dinger dann nutzen. Aber können wir festhalten, FIFA 20 wird auch nicht dein Lieblingsspiel. Nein, definitiv nicht. Aber das, ich coache auch, das darf ich eigentlich nicht zu laut sagen. Du musst die Leute ja immer noch auch davon überzeugen, dass sie das Spiel vernünftig spielen. Nein, es ist ein Titel, der sehr schwer zu bespielen ist und wo der Skill Gap extrem klein ist. Wo sehr viel CPU auch einfach dafür sorgen kann, dass die Skill Gap noch kleiner wird. Mhm. Und dann ist das sehr, sehr schwer. Und gerade wenn man so auf diesen alten FIFA-Teilen kommt, wo man noch sehr viel selbst steuern musste, dann tut das schon sehr weh, wenn man das sieht. Jetzt vielleicht nur den langen Ball. Direkt wieder dran. Aber wir freuen uns heute schon alle auf FIFA 21. Also. Ja, sicherlich. Das ist also am Ende der Tat werden alle wieder stehen an der Ladentheke und das neue Spiel haben wollen. Ja, weil es einfach auch Fußball ist und weil es ein toller Sport ist und weil es trotzdem irgendwo Spaß macht. Also ich glaube, das Schlimmste ist, glaube ich, nicht mal das Spiel an sich, weil das geht noch, aber das Schlimmste ist, wenn die Server, also wenn du online spielst und die Server sind extrem schlecht und es ist schwer, irgendwo durchzukommen und dann fällt sich alles noch wie Panzer, dann ist alles doppelt so schwer. Ich glaube, es würde sehr viele Probleme lösen, wenn das Spiel einfach flüssig laufen würde. Dann würde es deutlich weniger Hate geben. Der 65. Jetzt mal viel Platz über die linke Seite, Córdoba. Muss jetzt langsam in die Mitte ziehen, muss jetzt gegen zwei, versucht es hier mit dem Heel-to-Heel. Dann ist aber Ginter da. Ja. Ah, Jakobs dran, Ball im Aus und das sorgt natürlich dafür, dass man ein bisschen was verändern kann. Wir sehen frische Leute, Uth kommt. Soll auf die Außenfragezeichen. Das ist halt immer so eine spezielle Geschichte. Córdoba ist eigentlich der Mann, der immer rausgeht. Und so sieht's aus. Also nur ein Frischen. Und keins bleibt. Das ist auch sehr interessant, weil keins eigentlich weder Stürmer ist noch irgendwie Flügel. Aber dem vertrauen sie auf jeden Fall. Vorne in der Spitze. 20 Ingame-Minuten noch. Wir sind 2 gegen 2 momentan.
Boah, stark. Geworden. Oh. Es sind wieder diese Momente. Jetzt müssen wir aufpassen, ne? Ja. Jetzt kein Konter fängt. Player mit viel Raum auf dem rechten Flügel. Aber in der Mitte fehlen momentan auch die Anspielstationen. Das ist gut verteidigt. Zu früh. Sie lösen sich, also in dem Moment lösen sie sich zu schnell vom Ball. Und wenn es dann aber darum geht, das Ding aufs Tor zu schießen, dann würde ich mir wünschen, dass sie ein bisschen länger den Ball halten und die richtige Position finden, um das Ding mal aufs Tor zu latten. Sieht gut aus. Also sie haben sie eigentlich unter Kontrolle. Bis auf diese ein, zwei Situationen. Wie gesagt, wenn sie vorne dann den Ball verlieren, dann geht es ab und zu mal schnell in Richtung eigenes Tor. Aber das kriegen sie dann am Ende trotzdem noch verteidigt. Nur sie belohnen sich hier nicht mit einem Treffer. Und das tut dann richtig weh, weil 4 Punkte wären hier auf jeden Fall drinne. Mit dem Rücken zum Mann sehr optimistisch da in den Strafraum. Noch 5 Minuten plus gegebenenfalls Nachspielzeit. Das ist jetzt ein bisschen Nervenspiel. Auch hier kann ich nur wiederholen, auch für die Gladbacher ist das ein wichtiges Spiel, wenn sie vorne dranbleiben wollen an den Bremern. Dann müssen sie hier punkten. Für uns natürlich im Hinblick auf die Top 6 muss da ein bisschen was passieren. 3 Punkte wären hier schon gut und wichtig. Auch unter dem Ausblick, dass die Gladbacher tabellarisch, das haben wir vorher besprochen, auf jeden Fall als Favorit in diese Partie gegangen sind. Aus meiner Sicht 4 Punkte auf jeden Fall gerechtfertigt, so wie dieser, wie das Spiel vor allen Dingen auch zwischen Tim und Jeffrey gelaufen ist. Da hätte Tim durchaus auch noch mal einen Treffer machen können, vielleicht schon da 3 Punkte hätte holen können. Jetzt ist man hier im Two-and-Two eigentlich auch gut unterwegs, aber man schafft es halt einfach nicht. Auf einmal den Ball, ne? Ja. Wenigstens noch mal angefahren, das ist gut. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen sie Ruhe bewahren und trotzdem so ein bisschen mit dem Auge auf die Uhr schielen. Der Ball, nochmal gut. Flanke. Das ist halt wieder so eine Sache. Ja, das war's wohl, ne? Das war's, da gibt's den Schlusspfiff. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade eigentlich. Sie haben es insgesamt gut gespielt. Wir sehen es ja auch an der Statistik. 3 Torabschlüsse. 2-mal aufs Tor. Aufs Tor, ich glaube, die waren geblockt. War halt sehr schade, weil es eigentlich dieser letzte Moment war, wo man denkt, okay, wenn du jetzt noch irgendwie schaffst, die Drehung zu nehmen, dir so ein bisschen Platz zu verschaffen, statt da blind in den Gegner zu rotzen, dann machst du das Ding halt auch rein. Aber wir müssen natürlich auch nochmal das Neuhaus-Ding auch so ein bisschen auf dem Schirm behalten. Weil das hätte durchaus auch drin sein können. Nichtsdestotrotz, glaube ich, overall hätten wir hier 3 Punkte verdient gehabt. Sind am Ende nur 2 oder 1 Punkt in dieser Partie, insgesamt 2 Punkte geworden. Schade, aber lässt sich jetzt nicht ändern. Und nochmal, es war nicht irgendein Gegner, es war der Tabellenzweite. 2 Punkte. Mit Wehmut sage ich, es ist okay. Ja, ich glaube jetzt vor allem im letzten Spiel durch die 2-3 großen Chancen, die wir hatten, wäre dann der Sieg, glaube ich, verdient gewesen und auch gut
für die Punktausbeute gewesen. Aber sollte heute nicht sein. Ne? Sollte heute nicht sein. Und wir haben noch reichlich Spieltage, reichlich in Anführungsstrichen noch ein paar Spieltage, muss man eigentlich sagen, um die Top 6 anzupeilen. Es wird nicht mehr ganz so einfach, glaube ich. Ich muss mal eben mal drauf gucken auf die Tabelle, wie es denn dann aktuell ist. Ich hoffe, wir hören dann gleich auch noch mal einen der Spieler bei uns hier. Wäre auch ganz gut. Wir schauen mal, wir hätten jetzt also noch mal 2 Punkte oben drauf. Das heißt, wir würden also immer noch den einen Platz gut machen, Tordifferenz technisch. Wird das nichts, das heißt auf Platz 11 rutschen erstmal. Wie gesagt, alle anderen Teams spielen ja nochmal. Das heißt, je nachdem, wie alles irgendwie ausgeht, wird der Abstand sich zu Platz 6 eventuell erhöhen, vermutlich. Aber man hat jetzt, soweit ich weiß, alle, oder soweit ich es noch in Erinnerung habe, alle von oben durch. Man hat Leipzig, Leverkusen, Gladbach, Bremen hat man durch, Hannover 96 hat man, glaube ich, auch durch. Das heißt, man hat ein verhältnismäßig, ich setze wieder in Klammern, einfaches Restprogramm. Weil einfach ist es nie, hast du vorhin auch schon gesagt. Einfach, das wäre auch vielleicht ein bisschen respektlos, etwas zu sagen, aber ein verhältnismäßig einfaches Restprogramm, in Anführungsstrichen. Und hat vielleicht die Möglichkeit, dann da so ein paar Punkte, vor allen Dingen auf Greuther Fürth, VfL Wolfsburg und Stuttgart nochmal zu machen. Es sind nicht viele Punkte. Wenn wir die Tabelle aktuell sehen, 75 Punkte haben wir. Platz 6 hat 84, das sind 9. Das ist im Endeffekt ein guter Spieltag, ein kompletter Spieltag. Aber wir kriegen sie beide dran. Sehr gut. Kommt rüber, Freunde der Sonne. Gönnt euch. Ihr müsst euch... Ja. Ups, schmeiß weg. Keine zufriedenen Gesichter. Hast du angemacht? Achso, jetzt. Hallo? Ja. Ja, das 2 gegen 2 am Ende, da haben wir einen Sieg verdient, finde ich. Dann mit 4-4 wäre es okay. Meine Niederlage war verdient auf der Xbox. Ich habe die erste Halbzeit komplett, ich habe leider die falsche Taktik gewählt. Hm. Habe zurückfallen lassen gemacht und meine Abwehr war, ich bin gar nicht nach vorne gekommen. Ich finde, Tim hätte schon einen Sieg verdient gehabt, aber 2 gegen 2 war es, da waren wir klar besser. So sind es jetzt 2 Punkte geworden. Hilft uns nicht weiter, hilft Gladbach auch nicht weiter. Mhm. Ist halt dann eben so. Ja, war aber ein schwerer Spieltag. Also wenn man das jetzt auf das Team nimmt, also wenn man sagt, okay, es war halt Gladbach, es war der Tabellenzweite, kann man trotzdem sagen, man nimmt was mit aus dieser Partie. Also bei Tim hätte man durchaus auch 3 Punkte holen können. Das war ein gutes Spiel. 2 gegen 2 hätte man 3 Punkte holen können. Das sind halt so Spiele, wo Kleinigkeiten am Ende entscheiden. Das ist halt 50-50. 50-50. Diese Spiele sind komplett 50-50. Ja. Naja, wir haben am Ende ja nochmal Start gedrückt und haben Teampressing alles reingemacht. Wir wollten halt unbedingt die 3 Punkte, weil wir brauchen die für die Top 6. Uns wäre dann, dieser eine Punkt bringt uns nichts. Hätten wir verloren, wäre es dasselbe, wäre es auch selber hinausgekommen. Deswegen ist das schon ein bisschen zu wenig. Ja, ist halt leider so. Tja. Tim, wie hast du dein Spiel gesehen? Also manchmal als Spieler sieht man es ja immer noch ein bisschen. Also von uns aus hätten wir gesagt, okay, wenn du dein Ding da machst, kann es auch in die andere Richtung laufen. Ja, genau. Ja, genau, die Parade auf der Linie da. Dann noch einmal mit Cordoba durch gewesen irgendwie, aber der hat halt nur 3 Stellen Weakfoot. Er hatte dann auch noch eine gute Chance gehabt, wo ich den Torwart dann bewegt habe. Ja, man kann sagen, im Endeffekt ein Unentschieden ist nicht unverdient, aber ein Sieg wäre, denke ich, auch verdient gewesen für mich am Ende. War zu wenig heute leider, aber man sieht halt, das hat sich durch die ganze Saison durchgezogen. Wir sind eigentlich mindestens immer auf gleichem Niveau mit diesen ganzen Top-Teams oben, wenn nicht sogar besser. Aber ja, jetzt im 2 gegen 2 vor allem die Chancenverwertung am Ende, die war einfach eine Katastrophe. Ich glaube, Gladbach hatte irgendwie in der ersten Minute irgendwie, kam der Ball durch, das war dann ihre einzige Chance. Da hat er das war aber eine gute. Ja, das war eine gute. Da haben wir uns ein bisschen erschrocken. Aber der darf halt einfach nicht durchkommen. Ja, ja, genau. Da habe ich nämlich auch gesagt, die Verteidigung, eigentlich stand sie gut, aber dann plötzlich kam die Unordnung dazu, der Ball kullerte da irgendwie durch. Und wir dann halt zweimal vom Tor gestanden, halt nicht reingemacht. Einmal hat er nicht reagiert, der Spieler, mit Kainz. Und beim zweiten Mal habe ich halt in die falsche Ecke geschossen. Die Dinger müssen halt rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gladbach die auf der anderen Seite reingemacht hätte. Deshalb stehen sie auch ganz oben.
im Hinblick auf die letzten Spiele, die noch kommen, wie sehr muss man sich jetzt fokussieren? Was muss das Ziel sein? Will man, also die Top 6 sicherlich immer noch, ist ja ein Stück weit machbar. Wie schwer wird das jetzt aber noch? Nach diesen, in Anführungsstrichen, nur 2 Punkten? Drei Spieltage. Also wir müssen echt fast, denke ich mal, jeden Spieltag jetzt die maximale Punkteausbeute holen, um noch in die Top 6 zu kommen. Ist an sich möglich, ist nicht unmöglich, aber wird eine harte Aufgabe. Ich meine, wir haben jetzt noch Schalke, die sind auch ziemlich weit oben. Dann 2 Gegner, die vermeintlich etwas schwächer sind, mit Hertha und Kiel ist es, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, die 2 Spiele müssen wir punkten und gegen Schalke brauchen wir da auch wieder auf jeden Fall eine Mega-Leistung, um da halt auch ja, an die maximale Punkteausbeute ranzukommen. Wie wird die Vorbereitung nochmal auf die letzten Spieltage aussehen? Wird es nochmal separiert 85er-Modus trainiert oder wird erstmal trotzdem auch ähnlich gehandhabt, weil man natürlich auch irgendwo international immer so ein bisschen schielen muss? Ja klar, also wir können jetzt nicht nur VBL spielen. Es gibt ja auch die internationalen Turniere, wie du schon sagst. Aber ja, VBL-Training gehört natürlich dazu. Im Endeffekt, spielerisch funktioniert es eigentlich ganz gut bei uns. Die Chancenverwertung, wie gesagt, jetzt kam auch der neue Patch raus. Jetzt gehen auf einmal wieder die Finesse-Schüsse ganz gut. Das muss man auch wieder mit reinkriegen. Ja, genau. Jetzt 2 Spieler sind weg, die durften wir heute nicht mal spielen. Auf einmal müssen wir in Rechtsverteidigung, in der Innenverteidigung spielen. Im Mittelfeld fehlt uns der Cosiello, extrem wendig und so. War halt echt ein guter Spieler da auf der Position. Ja, war nicht so einfach. Also das war schon ein bisschen überraschend jetzt. Aber ja, kann man nichts dran ändern. Sehr gut. Ja, Rafa, dein Fazit? Ja, ich glaube, ihr habt das schon ganz gut analysiert, dass es eigentlich jedes Spiel sehr, sehr eng war. Und vor allem die letzten beiden, ganz besonders das letzte, auf jeden Fall einen Sieg verdient gehabt hätte. Sehr, sehr gute Chancen gehabt, aber wie ihr schon richtig gesagt habt, ihr wisst, woran ihr zu trainieren habt. Sehr gut. Dann lasse ich euch den wohlverdienten Feierabend, Rafa. Dankeschön. Dich auch. Ich bedanke mich sehr. Auch wenn es heute nicht so viele Punkte gegeben hat beim letzten Mal, würde ich dich gerne wieder hier begrüßen. Aber ich habe abgestaubt, das ist die Hauptsache. Du hast abgestaubt, genau. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Hat mich wieder sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal und viel Glück für die restlichen Spieltage. Danke dir. Euch natürlich am Wochenende, ne, im Derby. Danke. Viel Erfolg. Danke. So, dann übernehmen wir die letzten Minuten dieses Streams, Freunde der Sonne. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es heute punktetechnisch durchaus hätte besser laufen können. Müssen wir nochmal sagen, es war ein Derby, die Gladbacher sind momentan in der besseren Form. Nichtsdestotrotz, 2 richtig starke Spiele, vor allen Dingen auf der Xbox und auf der Playstation, beziehungsweise vor allen Dingen auf der Playstation und im 2&2 auf der Playstation waren das richtig, richtig gute Matches und hätten durchaus auch mal 2 Punkte mehr verdient gehabt. Wie viel haben die gespielt? Das erste Spiel mit 2-1 verloren, das zweite Spiel war das 1-1 und das dritte Spiel 0-0. Der Kanal 1. FC Köln, Geisböcke. Schwierige Situation, weil man will natürlich, GG Mambo, man will natürlich gerne mehr aus solchen Partien holen. Jeder, der kompetitiv spielt, möchte gerne mehr aus diesen Partien holen, vor allen Dingen, wenn das Ziel die Top 6 ist. Die Jungs haben es gesagt, es ist noch möglich, es ist allerdings schwierig, da jetzt in die Top 6 irgendwie zu rutschen. Man muss schon fast aus allen 3 Spielen wirklich die maximale Punkteausbeute holen und das wird nicht ganz so einfach auch von den Jungs predicted, aber nichtsdestotrotz werden die Jungs natürlich alles dafür geben, nochmal am letzten Strohhalm sich festzukrallen und da die Punkte zu holen. Wir haben nächste Woche, da gehen wir auch nochmal drauf ein, nächste Woche das Spiel gegen Holstein Kiel am 12.02. Der 12.02. ist nächste Woche Mittwoch, das also erstmal die nächste Partie, die es zu bestreiten gibt. Wird eine sehr spannende. Ich hoffe, ihr schaltet dann hier wieder bei uns ein. Ups, ich wollte so. Zack, habe ich gut gemacht. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Es ist ein bisschen enttäuschend, also es ist ein bisschen belastend. Enttäuschend will ich nicht sagen, weil es gut gespielt war, aber es ist ein bisschen belastend. Und
Ja, wir hoffen, dass wir in den nächsten Spieltagen wieder ein bisschen mehr punkten können. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten. Hat mich wieder sehr gefreut. Du hast einen tollen Job. Das hast du auch gern gemacht. Danke, Abi. Danke. Rafa dann wieder dabei. Rafa ist nicht jedes Mal dabei, nein. Rafa ist jetzt mittlerweile das dritte Mal. Also von 18 Spieltagen war er jetzt dreimal dabei insgesamt. Nächste Woche ist er, glaube ich, nicht dabei. Aber den Redaktionsplan gibt es erst Freitag. Also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, beantworte ich die noch gerne schnell, auf die Schnelle. Ansonsten machen wir gleich auch schon Feierabend. Sieht aber entspannt aus. Ich glaube, also übrigens nochmal, ich wollte sagen, vielen Dank für den ganzen Support, vielen Dank für jeden Zuschauer, der hier mit dabei war. Nochmal, die Jungs freuen sich total, die schauen sich das an und freuen sich, wenn da der Support kommt. Und auch die Unterstützung kommt, auch an Spieltagen wie diesen, die so schwer sind. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr alle nächste Woche wieder dabei seid. Verabschiede mich an dieser Stelle dann recht herzlich, wünsche euch noch einen schönen Restmontag und eine Restwoche und wir hören und sehen uns allerspätestens nächste Woche Mittwoch. Achso, Marvin, ja, kann ich nochmal schnell machen, die Tabelle blende ich eben nochmal ein und dann verabschieden wir uns. Avi, ja, habe ich. The Petkus. So, das ist nochmal die Tabelle momentan auf Platz 12. Würden jetzt mit den zwei Punkten erstmal auf Platz 11 rutschen, aber wie gesagt, alle anderen spielen nochmal Mittwoch und Donnerstag. Und damit verabschiede ich mich, wünsche euch nochmal alles Gute, bis dahin und ciao.